Dann wollen wir mal. Session Nummer 3. Mein Name ist Herr Martin Limmelröge. Und ich bin da was ganz Feines im Plan dran. Und zwar die dritte Folge mit Donny und Eldenring. Und jetzt viel Spaß dabei. Was habe ich gestern nochmal gemacht? Ich weiß nicht mehr, was, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, ich war gerade einfach am Rumerkunden, ne? Ja, genau. Ich habe Essen bestellt. Ja, ist gut. So, ich gehe zwar nochmal. Ne, ich kann ja reisen. Aha, muss ja gar nicht. So, wir machen wieder entspannt heute, ne? Ich spiele, ihr seid dabei. Das ist so unser Deal, den wir hier haben. Mehr aber auch nicht, ne? Backseat Gaming, Schnauze halten. Und der Rest kommt von allein. Das war mein Haikyuu für heute. Ne, Haikyuu ist nicht mit. Reimen, ne? Drei Ecken an Ever fragt, kommt morgen eine neue TWS-Folge? Und meine Antwort ist ganz einfach ja. So, wie tut man nochmal reisen? Ne, reisen tue ich immer in der Karte, ne? Was sind eigentlich das hier, die Dinger? Was bedeutet das? Das sind irgendwelche Schweine oder so. Guck mal, jetzt haben wir ja die, genau, wir hatten letztes Mal die Karte freigeschaltet und dann haben wir aufgehört, genau. So, jetzt kann ich ja mal gucken. Sieht man hier auf der Karte irgendwas anderes Interessantes? Was ist denn das für eine Brücke? Die würde mich mal interessieren. Kann man da vielleicht weiter? Ich mach da mal einen Marker hin. Da gehe ich jetzt mal hin. So einfach kann es gehen. Wo ist der Marker? Okay. Erstmal wieder alles wieder. Geil. Oh, heute ganz entspannt. Also. Ich bin heute noch entspannter, also auf jeden Fall entspannter als gestern. Gerade gegessen. Jetzt geht's erst richtig los, glaube ich, hier, dieses Spiel für mich, weil ich jetzt ein paar Sachen jetzt schon abgecheckt habe und jetzt will ich mal nur wissen, was eigentlich hier. Jetzt will ich mal ein bisschen alles sehen, was hier abgeht. Wo ist denn mein Marker eigentlich? Hier oben war ich auch noch nicht. Was ist das denn? Wer ist er denn? Was passiert hier? Was passiert hier? Ist er? Okay, der geht. Okay, ist einfach. Okay, gut. Wie so Ritter, so ein Ritterfest. Mann, ich steige immer ab aus Versehen. Scheiße, ich sterbe jetzt. Ja, hört auf. Ich kann mein Pferd nicht rufen, wenn du die ganze Zeit nervst. Was hat er denn für Moves? Ich hab doch L gedrückt. Jetzt kommt ein fucking Bock. Was ist denn jetzt hier los? Jetzt verfolgt mich dieser scheiß Bock. Das kenne ich schon von Zelda, Alter. Die sind nicht zu spaßen, die Bock. Böcke. Blitzt er? Das ist schwierig. Das Timing ist schwierig. Mann, ich hüpf immer vom Pferd ab, weil ich L3 drück. Verfote scheiß L3. Was ist er denn für ein Wichser? Ich will... L3, Mann! L3-Ring! Ich hüpf immer vom Pferd ab. Ich geh da nochmal hin, das ist ja geil. Der will's wissen. Bisschen reinkommen, mal genau. Ja, ich check schon mit L1 und R1, in welche Richtung man schlägt. Das check ich schon, aber es ist tatsächlich noch ein bisschen tricky so. Das auch hinzukriegen, wenn man so im Eifer des Gefechts ist.
Man muss schon immer. Ja, aber trotzdem L1 irgendwie trotzdem weird. Schwer zu themen. Kriegen wir hin, aber der war doch machbar auf jeden Fall. Ein paar Schläge, dann geht er ja. Aber cool, das. Ich frag mich gerade, was da los war. Und ich muss mich auch wieder dran gewöhnen, mal irgendwo mal meine Seelen mal fleißig einzusammeln. Ne? Irgendwie jetzt auch oft schon verbraucht. Wer ist er hier immer? Hier ist irgendwie. Es geht voll ab durch. Hier geht's ab, ey. Kommt er jetzt nochmal? Da ist er. Ist irgendwie geil. Ich muss die Seelen gleich machen. Wo geht denn der jetzt hin? Warum geht denn da runter? Hallo, jetzt will ich streiten. Oh, da ist ja noch einer. Warte mal, vielleicht ist der gar kein so ein Boss-Dude. Der ist einfach nur. Was ist denn hier los? Ist das einfach riesig? Kann man hier. Fulgorblumen. Vielleicht ist das hier einfach so ein Risikobereich. Man muss sich halt so ein bisschen. Ein Blitz ist man wahrscheinlich tot, oder? Mich sieht. Kann man eigentlich Schild nehmen? Guck dir da der Bock an, Alter. Schnauze, nervt, ne? Den Beat Bones. Gut, okay, dann war das hier gar nicht so krass. Den Upper. Hier, irgendwas ist auf jeden Fall. Irgendwas ist hier. Tors Toilette, Alter. Dich soll der Blitz beim Scheißen treffen. Was ist denn das hier? Jetzt habe ich mich vorhin schon gefragt, ob man da vielleicht so hoch. So Quake 3 mäßig. Ja, genau. Jump ball on horseback near a spring. Spirit spring. Spirit spring. You won't take damage from jumping into a spirit spring. Okay, gut. Ja, cool. Man kann da hoch. Ist ja geil. Ja, ich will aber hier noch nicht hoch, sondern hier noch gucken, was hier ist. Da ist ein Skull, den nehme ich auf. Golden Rune. Warte mal, Golden Rune? Ne, war nicht so super geil, ne? Hier ist doch cool. Was ist denn hier noch was? Mushroom. Was ist denn das? Wer? Smithing Stone! Oh, das ist gut! Ich habe einen Smithing Stone gefunden! Nice. Wer ist denn hier am labern? Ach, da ist ein Big Boy auf dem Ding drauf. Hallo. Huhu. Was willst du denn? Okay, tschüss. Au. Ja, da war ein bisschen, also da, ich sag mal, Hitbox-Fragezeichen vom Software-Fragezeichen. Hallo. Ich mache manchmal so Moves, wo ich selber finde, dass ich eklig bin dabei. Hier geht's auch noch ab. Ist eine Art Schlucht hier. Sorry. No weak foe ahead. Don't give up. Never gonna give you up. Never gonna break my mind. Erdleaf Flower, habe ich den schon mal geholt? Golden Rune. Ja Leute, ich bin gerade mal am Looten einfach, ne? Man muss ja auch immer mal den Loot mal, den Loot. Ah, ich hüpfe jetzt mal da hoch, da wo das Ding war. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Loot ist gut. Loot ist gut. Ich mag Loot und Loot mag mich. Ich mag Loot, Loot mag mich. Loot und ich sind Freunde. Was kann man denn hier in die Dinger rein? Oder ist hier irgendwas offen? So diese komischen halben Gebäude hier so. Weißt du, was ich meine? Manchmal glaube ich echt, ihr wisst gar nicht, was ich meine, wenn mal die Hälfte der Zeit. Was ich meine? Wow. Ich geh jetzt mal hier rein. Was ist denn jetzt? Ist das geil. Ach so, und da stand ja auch, wenn man die nimmt, dann kann man keinen Damage nehmen. Das ist ja übel geil. Ich dachte, das war so, man geht da rein und dann kommt man da halt hoch. Aber das muss ich dann halt so lenken, auch wenn ich das so will.
Okay, got it. Okay, hier sind Big Boys. Wuhu! Haha, das ist ja übel geil. Das gefällt mir. Okay, ich will ja immer noch dazu den Marker hin. Okay, let's go to the mark. Go to the mark. Und ich meine jetzt nicht Mark Terenzi. Das kann ich euch mal ganz klar sagen. Also falls ihr jetzt meint, dass ich hier auf der Suche nach Mark Terenzi bin, muss ich euch leider enttäuschen mit den Worten, nee, bin ich nicht. Heute geht's nicht um Mark Terenzi. Es geht um einen Marker, den ich mir gesetzt habe. Klar, klingt ähnlich, könnte man sagen. Ist mir scheißegal. So, hier, kann ich hier runter? Oh, was ist das denn? Ja, yeah, I can! I'm stuck. Hello? Hello? Anyone? Oh, geil! Was ist das denn? Oh, ich lieb sowas! Zufällig reingeraten, ich lese mir nicht mehr die Marker, schau so. Oh, my stars! I'm so happy to see you. I am Alexander, also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Please, can you help me out of this? Help him out, yeah. My thanks. Der hat eine gute Stimme. Thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice and big. And I'll pop clean out, I'm sure. Don't dally. There's no need to fret. I'm very well trained. Give it your all, I say. Nee, mach ich jetzt keine Gags. Habe ich vielleicht nicht genug Kraft dafür? Doch. Geil. Triumphant Delight. Der ist ja cool. Der ist ja cool. Talk nochmal. Well played, good sir. Well played. Though that mighty wallop of yours almost spelled the end of me. Well, I'm out now, and that's what counts. I thank you. And as a token of my appreciation, I'd like you to have this. Exalted Flesh. Nervst du mich jetzt oder nicht, Mosquito Boy? A lump of animal flesh, pickled in a medicinal solution mixed with fairy spices. Das ist einfach ein geiles Steak einfach, oder was? Craftable item, wichtig. Temporarily boosts physical attack. Temporarily gefällt mir natürlich nicht. Considered a delicacy in the Badlands. This invigorating repast is from the exclusive benefit of those who they deem heroes. Okay, letzter Satz, kann sich wieder völliger Bullshit, den kein Mensch versteht, aber gut. Der Typ ist cool, das gefällt mir sehr gut, geile Stimme, bisschen Siegfried-Vibes. Oder Siegboy-Vibes vom Aussehen und von der Art so ein bisschen Zwiebelboy-Vibes. Okay, wir haben jetzt aber, ich rede nochmal mit dem Römer. Once again, pleasure is mine. I am the warrior Jar known as Alexander. The warrior Jar. I journey to the east, where I intend to further my education. Oops, wrong. And beyond these lands lie the scarlet, rot-blighted Caelid wilds. That's okay. And upon their southern edge is Redmane Castle, in which a festival of combat is being held. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast aflutter? Sorry. Also er ist, man kann sich so richtig vorstellen, dass J.R.R. Tolkien, nee, Mann, wie heißt der nochmal? Mann, J.R., Mann, Game of Thrones, Mann. George R.R. Martin, genau. Man kann sich richtig vorstellen, wie die Meetings so abgelaufen sind. Also George R.R. Martin sagt so, ja cool, wir haben dann aber so einen, wir haben so einen ganz interessanten Warrior-Typ und der bewegt sich Richtung Osten so und der heißt Alexander. Und dann kommt dann kommt Miyazaki und sagt so, gute Idee, gute Idee.
Aber er muss ein Topf sein. Weißt du, was ich meine? Und dann George R. R. Martin so, ah, okay. Warum? Er muss ein Topf sein. Und da haben sie es gemacht. Ich meine, bei allem Gag, ihr checkt, was ich meine. Das kann ich mir wirklich vorstellen, dass es so gemeint ist. Also es ist oftmals so wahr. Also die, das könnte jetzt ein Mensch sein. Wenn das jetzt ein Mensch hier wäre, Alexander, so ein Rittertyp mit güldenem Haar, ja? Und dann ist es klar, okay, George R. R. Martin hat so, so eine Seitengeschichte für ihn geschrieben. Aber so geil, mit der Zusammenarbeit ist es dann einfach am Ende des Tages ein fucking Topf. Weil Mindfuck Miyazaki einfach halt Mindfuck Miyazaki ist. Der ist mega, ich mag den auch, ja, aber ich find's lustig. Hier ist nochmal so ein Arschlochviech, die mag ich gar nicht, die mache ich erstmal, wenn ich ein bisschen mehr Power hab. Was geht denn jetzt hier? Guck mal, es ist doch wirklich eine Brücke, wie ich schon dachte. Die Frage ist nur, vielleicht kann ich hier noch gar nicht hin. Von wegen Fall Damage und so. Ich merke, guck mal, das doch da ist so eine Art Tal. Oh, ich schleiche schon wieder. Guck, ich bin jetzt gerade beim normalen Laufen, komme ich schon auf L3. Muss ich das vielleicht echt ausstellen am Ende des Tages, Leute? Weil ich bin wirklich jemand, das war bei Sekiro auch immer so, ich kann es einfach nicht ändern. Ich komme auf L3. Ich bin so jemand, ich komme einfach immer auf L3. Einfach so, weil ich das so doll reindrücke beim Laufen manchmal. So, hier ist auf jeden Fall die Schlucht, hier gehen wir runter. Okay, hier ist auch ein Dingens. Ja, guck mal, war doch jetzt gut der Marker hier. Oh, da kommt noch, da sehe ich schon, da hinten einer. Da ist, seht ihr? Da hinten? Da ist was los. Finde ich gut. Bin gerade zu happy mit der Entscheidung, hier einen Marker hinzusetzen, weil es auf der Karte schon so aussah. Da geht es irgendwie weiter. So, ich setze mich mal hin hier. Obwohl, ich habe eigentlich auch nicht, ich habe eh nichts zu. Ich habe keine Seelen. So, hier ist irgendwie so ein Boy. Ich soll hier noch nicht sein, diesen bin jetzt underpowered. Kleinen Husten gerade die ganze Zeit, was geht? Sorry dafür. Aber die gehen. Mach zwei. Sanctuary Stone. Mann, was habe ich denn jetzt für einen Husten, ey? Leute, Achtung, Achtung. Irgendwie habe ich so einen Katzen im Hals gerade die ganze Zeit. Sorry for hosting. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie Roni ist oder so ein Scheiß. Weil ich sonst keine Symptome habe. So, was war das jetzt? War das gut? Sanctuary Stone, oder wie hieß das? Hier, das sieht doch so aus, genau. Find the remains of fallen ruins, but rarely. Material used for crafting. Okay, wir müssen mal, glaube ich, doch mal, ich glaube, ich muss mal jetzt craften, Alter. Craft Beer. Smithing Stone, jawoll! Und hier neue Area, oder was? Wahnsinn. Hey, Limgrave sind wir ja die ganze Zeit schon. Jetzt sind wir vielleicht auf der. Nö. Hier ist. Ich dachte, hier ist Limgrave. Oh, ich höre Musik. Da ist ein Dude, der chillt und macht Mucke oder was? Ah, das ist super Zelda-mäßig, oder? Bei Zelda würde er jetzt so. Wenn man ihn anspricht, kommt dann so geile Bongo-Musik. Und dann kann man so auswählen. Und dann sagt er so, ach, könnt ihr mir helfen?
Ich habe einen Brief, der zugestellt werden muss. Ja, ja, Zelda. Tut mich auch. Oh, so. Oh, den habe ich schon mal getroffen, oder? Ja, den habe ich schon mal getroffen in dem einen Firelink-Shrine-Dingens-Kirchen. Hast du irgendwas, was ich brauche? Warte mal, vielleicht kann ich dem was verkaufen, ne? Vielleicht sollte man mal ein bisschen mehr handeln, der mit dem Scheiß. Ist alles nicht viel wert hier? Oh, 100 bringt ja auch nicht viel jetzt. Obwohl, ich habe noch nicht so wirklich ein Gefühl für den Wert des Geldes hier in diesem Game. 100 könnten ja jetzt auch viel sein, ne? Und ich denke die ganze Zeit... Ne, jawohl, nee, Quatsch. Einmal leveln kostet ja so ungefähr 1700, da kann man ja schon so als Benchmark nehmen. Geil. Ich gehe mal hier. Hier ist ein Turtle Boy. Noch ein Turtle Boy. Einfach alles einsammeln, was rumliegt, ne? Champion ahead. Dog ahead. Achtung, Achtung. Champion ahead, Dog ahead. Ach, warte mal, vielleicht kommen Anti-Leute von dieser Seite. Auch ein Early Game. Aber das geht doch gar nicht. Warte mal, wie sollte man denn hier... Ah doch, vielleicht sind manche Leute hier so abgebogen zuerst. Und dann kommen die hier so lang, weißt du? Und dann sehen die... Naja, könnte ja auch sein. Na, wisst ihr, was ich meine? Jetzt will ich aber hier mich mal... Ich sag mal, ja. Ich hüpfe jetzt auf den Turtle drauf. Passiert nichts. Aber hier steht irgendwas. Rump ahead. Why is it always dog? Okay. What does that mean? Was bedeutet das? Ja, also, ne? Ich hoffe, ihr habt hier dran Spaß, weil ne, ich bin jetzt nicht so mich die riecht so super krass in ich mache jetzt super die ganze Zeit Gags und Entertainer-Laune. Ich spiele einfach, ne? Muss ja auch mal reichen, ne? Erdlieflaune. Ich habe da einen Hund gesehen gerade, aber ich will erstmal nochmal hier gucken. Falls ihr euch gerade wundert, ob ich... Oh, hier ist eine Art Graveyard, oder was? Was ist hier? Hier passiert bestimmt auch irgendwas. Hier ist doch irgendwas suspekt. Hier ist doch irgendwas. Aber wo sind wir jetzt auf der Karte? Genau. Oh, hier passiert irgendwas. Oh, ich wusste doch. Gerade sage ich es noch. Okay, Leichen. Okay, so Bloodborne-Menschen. Bisschen. Okay, warte mal, sind die gut oder schlecht? Ist die Frage. Kann ich den parieren? Ja, noch nicht. So, jetzt komm. Einmal noch. Ne, bin ich tot. Scheiße. Ich will den mal parieren, der geht aber. Ah, jetzt war's schneller. Noch einmal, komm. Mein Timing ist noch nicht da. Da, 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 da. Warte mal, stehen die wieder auf? Kann das sein? Jupp. Da kennt doch einer Dark Souls! Oder doch nicht? Ja, scheiße, der steht immer. Vielleicht für diese eine andere Waffe. Wer ist er denn? Ich kann jetzt nicht mit dir reden, ich bin. Oh, scheiße, was mache ich denn jetzt? Den muss man bestimmt mit einer anderen Waffe töten. Steht er nochmal auf? Oder muss man jetzt vielleicht was machen? Okay, man muss sie zweimal killen. Oder habe ich jetzt den... Ich habe einen Schlag gemacht. Kurz bevor der aufgestanden ist.
Vielleicht war das auch der Schlag. So, jetzt kann ich mit diesem Typen reden. Der sieht auch cool aus. Sieht ehrenhaft aus. Oh, voll traurig. Warte mal, ist meine Kamera eigentlich überhaupt hier gut? Habe ich das überhaupt schon mal gefragt hier? Oh, ich habe rausgetappt, ne? Das Spiel ist noch da. Ist vielleicht besser so? Ich glaube schon, ne? Absolut Profi-Streamer, Leute. Oh! Sorry! Ich habe rausgetappt und dann rein und dann habe ich Maus gedrückt. Bist du noch nett? Ja. Okay, einmal darf man, ne? Phew. Heed my warning. Is it cool? The village here has been touched by death, and worse yet, it is home to a mariner. If you value your life, then go no further. Mhm. Geile Rüstung, oder? Alter Schwede, guck dir den mal an, der hat ein geiles Schwert. Ich find's sogar so geil, dass ich mir gerade denke, ich will das haben. The village here has been touched by death. Touched. Turn back while you still can. Sagt er jetzt nochmal? Okay. Was steht hier? Back. Ist das seine Frau oder so? Ist ja wohl traurig. Try fingers. Oh, da, ach komm, ey. Dark Souls Community, Leute. Ey, wirklich. Ah, oh Mann, ey. Pickle. Okay, den rede ich nicht mehr. Okay, ich will jetzt natürlich... Natürlich ist ja klar, dass ich da reingehe, nachdem er sagt, geh da nicht weiter. Leute, so funktioniert's. Dark Souls ist wie Kleinkind sein. Das, was die Eltern sagen, mach nicht, da haben wir am meisten Bock drauf. So, kann ich hier schleichen vielleicht und den erstmal machen? Oder ich frag mich, ob die alle jetzt, die sind alle so eine Typen, die ich zweimal töten muss oder was? Er ist activated, scheiße. Geile Dodge. Dodgen kann ich. Ein Schlag. Tschüss. Oh, der zaubert. Oh, shit, das zieht ab. So, ich glaube, jetzt probiere ich es mal aus. Muss ich da hin jetzt und ihn einmal schlagen? Ja, ich hab's raus. Ich check dir, was ich meine. Ich hab die Logik raus. Nice! Du musst wirklich hin, bevor die aufstehen und dann einmal noch schlagen oder so. So habe ich es verstanden. Ich glaube, das ist auch richtig. Ja, Mann! So, pass auf. Jetzt, bevor der aufsteht, muss man irgendwie... Irgendwann gibt es einen Punkt, wo man den treffen kann. So, und dann ist er tot. Geil. Cool. Wir wissen, wie die gehen. Und ich habe Heilung bekommen danach, oder? Habe ich nicht gerade Heilung bekommen? Warte mal, das ist doch das Lagerfeuer, wo ich schon mal war, wo der Typ spielt, ne? Jetzt habe ich ihn. Warte mal, gibt es Heilung oder nicht? Irgendwas ist da. Oh, Timing war schlecht. Ja, genau. Wenn das passiert, muss man sie schlagen. Hätte ich mal drauf achten können. Doch, das gibt... Hä? Die geben einfach Estus zurück. Ist ja nice. Okay, cool. Oh gut, wir haben auf jeden Fall eine Mechanik gelernt. So direkt, ja, ist schon mal gut. Ach komm. Aber dieses Rover Fruit ist echt überall. Das kann ja wohl dann nicht so viel bringen irgendwie. Das gibt es zu oft. So, aber irgendwas muss doch hier noch sein. Das kann es ja nicht gewesen sein, ne? Hey, nee, das ist der Dude, weil da vorne sind die Turtles, habe ich schon gesehen. Da vorne ist noch... Nee, da steht er immer noch. Irgendwas muss doch hier noch sein oder so. War auch wieder eine Gegnergruppe. Ach so, okay. Danke, Sven. Stimmt, guter Hinweis. Okay, das raff ich. Jetzt verstehe ich das, okay. Ja, ich musste mich noch dran gewöhnen, drauf mal zu achten, welche Farbe genau was hat. Das geht immer alles so schnell. Ich bin mit anderen Sachen beschäftigt irgendwie. Zum Beispiel nicht sterben. Aber ja, stimmt, macht Sinn. Es war auch eine Gegnergruppe. Ich dachte eigentlich, Gegnergruppen sind einfach ein bisschen größer. So wie diese erste da vor dem Tor, wo dann der Big Boy kommt zum ersten Mal. Ich meine, da ist ja schon deutlich, okay, das ist wie so ein Fort.
Das musst du einnehmen. Aber jetzt, wenn so zwei Leute sind, eine... Magst du Ice Dog? Max, bist du das? Magst du Ice Dog? Sag mal, Chat, könnt ihr raten, welchen Film ich da zitiere? Magst du Ice Dog? Moin, Max, alle. So, warte mal. Also irgendwie, okay, aber dann sind wohl zwei Dudes reicht für eine Gegnergruppe, oder was? Gegnergruppe ist auch ein sehr deutsches Wort, irgendwie so, wie so ein Behördenwort. Naja, wenn sie den Antrag für Paragraph 2, Behördengang 3 der Gegnergruppe 4, da müssen sie natürlich die Gegnergruppe A bis C Lizenz auch haben. So, warte mal, was gehe ich denn jetzt an? Komm hier runter. Ich habe ja noch gar nicht Shining, richtig. Wir haben immer früher gedacht, das heißt, magst du Eis, Danny? Oder ich habe es immer gedacht. Magst du Eis, Danny? Aber es geht ja natürlich um Doc, weil da ist ja die Verräter sicher. Sie haben Danny eben Doc genannt. Ja, weiß ich nicht, ich bin auf mein... Doch, ich bin mir ganz sicher. Sie haben Danny eben Doc genannt. Nur wir nennen ihn Doc. Woher wussten Sie das? Irgendwie sowas. Und dann sagt er das so. Ja, weil sie aufgeschnappt haben. So, warte, was ist denn hier los? Hier wird's gefährlich. Ich verrenne mich hier was, während ich laber. Was ist? So, wir sind in so einem Sumpf, oder? Aber wir sind immer noch in Limgrin, oder? Ich gehe jetzt davon aus, dass in Limgrin alles noch jetzt machbar ist für mich, weil das kann ja jetzt nicht so überlevelt sein, alles hier, weil das ja da im Startgebiet ist, ne? Ich meine, ich gehe ja fast wieder zurück gerade. Ich meine, hier sind wir gestartet, dann kann das alles muss doch hier machbar sein, oder? Ich geh mal hier runter. Da ist eine verdächtige, sehr verdächtige Seele. Und ich habe immer noch diesen fucking Debuff oder was auch immer das ist, das Rote da oben, wo ich nicht weiß, was das ist. Seitdem ich die Alte umarmt habe. Okay, jetzt passiert auf jeden Fall irgendwas. Kommt jetzt, wenn ich das... Try attacking. Diese ganzen Trolle kannst du nicht ernst nehmen hier. Try Finger, Butthole, Try Attacking bei jeder Wand und so, das ist ja jetzt nicht... War klar, dass es nach drei Tagen schon komplett verseucht ist eigentlich, nur mit Trolldingern, aber irgendwie finde ich es auch am Ende des Tages ein bisschen lustig. So, hier ist irgendwas, wahrscheinlich wenn ich das jetzt aufnehme, passiert was, wissen wir doch, komm, oder? Smithing Stone, schon wieder einer, klar, ich habe jetzt drei gesammelt, nice, ich kann glaube ich jetzt wieder leveln. Was ist denn hier? Das ist ein fucking Dude auf dem Boot. Ist aber so geil. Was ist denn jetzt? Ist man hier auf einmal mitten in so einem Gebiet? Ist ja voll geil. Erinnert mich ein bisschen an Dark Souls 3. So die Ecke oben, wo die Krabben sind, da die Nähe. Wisst ihr, was ich meine? Und dann der Schwarzritter kommt. Oh Gott, bin ich nerd, ey. Jetzt habe ich den nicht treffen können, weißt du? Jetzt aber schnell. Ich muss es aber nochmal machen. So, jetzt muss man aufpassen. Jetzt auf den Schlangen, genau. Das ist nämlich die Kunst dann. Das ist schon cool. Das gefällt mir, die Mechanik von den Dudes. War das jetzt eine Gegnergruppe? Mushroom. Why is it always dung? Ach, guck mal, hier ist ja auch dann drüben so ein bisschen Sumpfgebiet-mäßig. Was ist denn er? Ist er? Er sieht aus wie ein NPC, ehrlich gesagt. Nee. Okay. What? Ist ein Boss einfach mal völlig unerwartet. Wo ist denn der? Hä? The fuck? Scheiße, was passiert hier? Ja, vielleicht summont der auch nur, in Anführungszeichen, nur Leute? Die ich killen muss? Könnte auch sein, ne?
Was ist er denn für einer? Der fährt da rum mit dem Boot. Vielleicht muss ich schneller sein? Ich glaube, das ist so ein Ding von wegen, die tauchen hier immer wieder auf. So Nito-Style. Und ich muss schnell sein und den irgendwie einzufangen. Ich kann einfach nicht. Ich bin der schlechteste fucking Pferdkämpfer. Das ist auf jeden Fall, ich hab's richtig geahnt, das ist so eine Nummer, da tauchen jetzt immer mehr auf. Aber ich muss mich, glaube ich, auf den Dude konzentrieren. Und einfach die ignorieren erstmal, weil es werden immer mehr. Da ist er. Mein Gott! Irgendwie so halb. Ein Estus noch. Wo ist er? Okay, Leute, läuft doch! Der ist fast tot! Nochmal, Vorsicht. Nee, schnell weg. Okay, willst du ein bisschen Meter machen? Tschüss, okay. Oh, nice! Let's go! Einmal heilen. Kein Risiko jetzt, komm. Kein Risiko. Abhauen. Scheiße. Bitte, jetzt bin ich so kurz davor. Ich krieg jetzt nicht hin. Die fucking. Jetzt bin ich nervös und kann das scheiß Pferd nicht mehr rufen. Okay, gut. Chill. Chill. Mach eine Runde nochmal. Ganz ruhig. Besseres Fenster abwarten. In Panik geraten. Kein Estus mehr. Mit der R2-Attacke war der gut zu machen. Tibia Mariner, Alter. Da ist er allein jetzt, ne? Nice, come on. Mit Sprungattacke und absteigen. Steig ab! Ich hab dich! Ein Schlag noch! Yes! First try, Alter! Keine Ahnung, ob das jetzt gut war oder schlecht war, was weiß ich. Nice. Death Root. Und guck mal, die Gegner sind gestorben. Skeleton Mädchen Ashes. Wie viel Seelen? 3000. Gut! Auch gut gespielt, auf jeden Fall. Bin ich zufrieden. Schnell das Pattern rausgefunden, Pferd benutzt. Nice. So, die Dudes sind kaputt jetzt. Hab ich mir schon fast gedacht. So Nito-Style-mäßig. Hab ich mir schon gedacht, dass er ist irgendwie der Chef von denen oder so mäßig. Jetzt muss ich mir mal die Sachen angucken. Das hier gab's. Ne, irgendwas, so ein Ashes-Ding wieder? Genau.
Die raff ich halt noch nicht, habe ich noch nicht einmal benutzt. Cool. Summon two skeletal militiaman spirits. Ja, aber wie summonet man die Scheiße? Ich habe noch nie... Kein Backseat Gaming Chat, wieder mal Beispiel für eine Frage, die ich mir selber stelle. Wenn ich wirklich konkret wissen will, sage ich's. Just saying. Aber trotzdem frage ich mich das. Wie geht die Scheiße? Das erklärt einem natürlich auch wieder keiner. Ich meine, es muss doch irgendwo hier stehen, wie man die Scheiße benutzt hier. Summons, doch geil, aber ich will das mal benutzen können. Use, ich kann es nicht usen, never. Warte mal, ich hab ganz vergessen, dass ich das noch habe, Leute. Das hätte ich ja auch benutzen können gerade. Nee, kann ich nicht. Weil ich kein Mana, nicht genug Mana habe, ne? Ja. Er ist jetzt wieder hier. Another fool who won't listen to reason, eh? But with a prowess for weed in Deathroot. How would you like to earn the strength of beasts? If you're inclined to haunt more of those who live in death and weed their Deathroot, then I'll introduce you to Garank. The beast clergyman. I have a matter of my own to attend to, and the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? Warum sollte man da? Woody hat 10 Gifted Subs gemacht. Boah, Woody, hör auf! Aber vielen Dank. Du spinnst doch. Woody Badehose hat 10 Gifted Subs in die Community rausgehauen. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Ich frag mich gerade. Na, ist doch scheißegal, es war ein Boss. Oder ein Enemy, da stand Enemy. Also. Sonst steht ja irgendwie Lord oder so. Aber er hatte ein Item. Er hatte eine Dingsbahn. Wie heißt das? Fucking. So eine Namensleiste unten. Very well. Wir machen mal Accept. Mark the location for you. It will lead you to Garank, the beast clergyman. A red mark was made in the map. Okay, er sagt mir, es ist eine Art Sidequest. Finde ich gut. Nicht so Ubisoft nervig mäßig, sondern hier so ganz chillig. Es gibt eine, die könnte ich jetzt machen. I spotted an ill-omen symbol that should not be. Someone or something threatens the sanctity. Ich will diese Sidequest machen, weil ich will seine Rüstung. Ich will einfach nur, dass er mal seine Rüstung am Ende gibt oder so. Here, as a token of my appreciation. Dann kriegst du doch eh diese geile goldene Maske und so. Sieht ein bisschen aus wie bei Ice Wide Shut, einer von diesen Leuten, die zum Bumsen da in diese Villa fahren. Aber dann ohne Schwert natürlich, ne? Ja, sei mal nicht frech jetzt. What is it? Still milling about. Alter. Jetzt wurde er aber auch ein bisschen frech gerade. So, ich muss ja erstmal jetzt an einen Bonfire setzen. Was denn hier? Ist hier oben vielleicht irgendwas jetzt? Da scheint doch was, sehe ich doch. Hier ist nur so ein Ding. Be wary of undead. Ja. Der war nice. Okay, mach ich noch schnell, komm. Ist noch einer? Nee. Oh, ein Moskito? Am Auspacken? Okay, cool. Jetzt haben wir die beiden gemacht. So, ich würde mich jetzt auf jeden Fall wieder irgendwo hinsetzen. Ja, also ich glaube, wir müssen irgendwie eine Lösung. Also ich glaube, ich muss da einfach nicht mehr so viel in den Chat gucken. Ich habe jetzt nichts gesehen, aber ich glaube, es ist tendenziell immer. Es wird ein Thema sein. Aber ist auch okay. Ich muss ja nicht immer in den Chat gucken. Ne? Solange ihr artig seid, dafür hat man ja Mods. Wenn ihr keinen Scheiß baut, könnt ihr euch einfach. Oh, Fußball. Könnt ihr einen Spaß haben. So, da ist irgendwas.
Oh, da ist wieder so ein Funky Dude. So ein Twinkling Guy. Der gab letztes Mal geilen Loot. Warte mal, oh nee. Nicht runterrollen. Wollt der runter jetzt? Mann! Ich will den haben. Plansch. Kann man nicht planschen? Kann man nicht planschen? Okay, das gab original einfach erstmal drei. Das gab mir gerade drei Estus. Chris Mantis, aka. Oh, wie, jetzt bin ich hier in sowas gelandet. Ne, hier glaube ich nichts, dann machen die alle auf oder so. Golden Rune, hier geht's ab. Aber hier ist doch irgendwas faul, die steigen doch jetzt gleich alle aus dem Grab oder so ein Scheiß. Die sind Golden Runes, sind die gut? Müssen wir mal ganz kurz gucken. Eigentlich schon, ne? Golden Rune, guck mal, da sind Stufen dahinter. Zwei. Hier steht doch, used to gain a small number of runes. Okay, das ist vielleicht die Stufe, Stufe 5. Ach, das ist ja geil, das ist ja super hier, ist ja voll die Loot, ist ja voll lootig. Ich loot gerade einfach geil sehen. Was, wir gehen jetzt mal zum nächsten Bonfire wieder endlich mal zurück und dann wird gelevelt auch mal wieder. Aber nicht zu viel. Okay. Scheint einfach wirklich nur eine Belohnung gewesen zu sein, also dass man sich hier umgeschaut hat oder so. Und dann kann man hier die ganzen Runes einsammeln. So verstehe ich das hier. Was steht denn hier? Death. Nee, nix da. Alles cool. Zack. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was ist denn hier? Warum? Ach, er hat einen Red Marker ja gemacht. Ich bin ja immer noch auf seiner Red Aktion, warte mal. Warum sehe ich die aber nicht oben im Radar? Den Marker. Wisst ihr, was ich meine? Da oben? Oder warte mal, nee, ich verpeile gerade was. Der hat vielleicht einen anderen Marker gesetzt. Nee, das muss doch sein. Vielleicht muss ich dann auch nochmal selber. Mache ich jetzt mal so. Oh! Oh, Vorsicht! Da unten. Okay. Das ist ja irgendwie ganz nice, Alter. Eldon Ring, stimmt, so hätte ich es auch nennen können, meine Streams. Gar nicht so schlecht. Sagt gerade der Chat. Ah, ja, damit, jetzt bin ich. Mann, scheiße, das ist eine gute Idee. Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Eldon Ring. So, warte, kann ich hier stirbt man nicht, oder? Komm. Nee. Okay, alles klar. Ich muss aufpassen, ich habe jetzt 3400 Runen. Und. Ja, okay, ich hab ja wieder Estus 3 geholt, aber trotzdem. Das wieder sind Viechmann! Hol ich mir das? Schon, oder? Aber kann ich da jetzt reinhüpfen in diesen Strahl und dann auch? YOLO. Nee, geht nicht. Aber cool, ich hab's trotzdem überlegt. Überlebt. Das ist geil, wie so Fußbälle. Ash the Force, Sake. Ui! Ich muss, glaube ich, mich mal echt so ein bisschen überhaupt. Mal wirklich so richtig checken, was Ashes eigentlich sind. Also das sind Wandering, das ist nicht das, sondern, wo ist das nochmal? Das sind irgendwie wie so eine Art Skills oder so. Hier, das sind Ashes of War. Ja, das sind Skills. Grants Affinity sind Skills to Animate. So, was macht das hier? Sacred Blade. Usable on Melee Weapons. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, könnte ich jetzt meine Waffe in eine Sacred-Waffe umändern, aber beim Schmied. Also das ist jetzt eine konkrete Frage. Wenn ich das richtig habe, könnt ihr eins machen in den Chat, wenn ihr es wisst. Dann habe ich das verstanden. So kann man, so ist okay, wenn ich das konkret frage. Ich glaube, da kommt eh eine Eins. Ich glaube, das habe ich schon verstanden richtig. Quasi. Oh, hallo. Und einer schreibt natürlich einfach ganz konkret am Feuer. Naja. So, ich will hier runter, hier ist, aber hier hat er mich doch hingeschickt, da ist der Marker. Hm. Aber ich, wie kann mich hier runter? Oh, nein! Oh, überlebt! Wow!
Aber ich weiß. Oh, da sehe ich wieder diesen, wie heißt es nochmal? Path of Gold, Scheiß. Jetzt bin ich schon wieder wo ganz anders hier. Da ist. Oh geil, da ist ein Feuer oder irgendwas ist da. Ist glaube ich safe alles. Ja, ist wie so eine Art Mini-Safe-Zone, oder? Ist ja geil, wo ich hier gelandet bin. Was geht denn hier ab? Ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich zuerst mache. Erstmal hinsetzen, glaube ich, ist das Beste. Lost Grace discovered. Fucking geil. Love it. So, Level up. Also, das müssen wir auf jeden Fall mal einmal machen. Also, ich mache nochmal zweimal. Oh, ich habe gar nicht so viel Level 2, ne? Nur. Ich mache einmal nochmal Vigor. Und jetzt, ich will mich halt noch nicht festlegen, was ich eigentlich machen will. Ich guck mal eben. Ich könnte auch mal ein bisschen gucken, dass ich FP mind. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es cool wäre, in dem Game so ein bisschen auch mit dem, mit so Wunder oder wie auch immer das hier heißt, zu spielen. Aber ich glaube, so früh noch nicht. Also ich glaube, jetzt brauchen wir erstmal normal ein bisschen Strength Damage einfach erstmal auf unsere Waffe. Ist immer gut. Ja, ja komm. Klassiker einfach. Wird schon passen. So, und jetzt will ich mal diese Runen ballern und gucken, wie viel da eigentlich drin ist. Inventory. Hier, ich habe 11 von denen. Mal gucken. Ich glaube, wenn ich die alle baller. Use selected. Schon eigentlich ordentlich, oder? 2200. Ich mache noch eine andere und dann die beiden und dann mache ich, kann ich glaube ich zweimal leveln. Das müsste wahrscheinlich. Use selected 2. Hm. Mache ich das jetzt schon? Ja, nee. Nächste kostet schon wieder 2-1. Gut. Haben wir noch Strength? Weil ich meine, wahrscheinlich bis 16 Strength ist erstmal gut zu. Es klingt wie so ein typischer Wert, wo dann viele Waffen einfach auch funktionieren. Einhändig. Was ist denn das hier? Secret Tier. Was ist das denn jetzt noch? So viele Sachen, wo man sich erinnern muss, ne? Unglaublich. Da. Bolstering Materials. Improve Sacred... Oh, okay. Das ist quasi... Ja, ja. Ne, was Estus plus 1 und so weiter macht. Sehr gutes Item. Okay, das war ja schon mal ein geiler... Geiler Fund hier, was wir hier gefunden haben. Was ist denn hier? Flask of Wardros Physic. You can find crystal tears at the bases of minor entries and elsewhere throughout the lands between. At Signs of Grace you can mix 2 crystal tears in the flask of... Ey, langsam wirklich, hab ich gar, check ich nichts mehr durch, ey. Not gonna lie, ich lieb's zwar immer noch, aber come on, bitte Leute. Also wie viele neue Items gibt's in diesem Spiel? Es ist so viel Kram, Alter. Wer soll sich das denn alles merken? Und dann bei jedem Item ist alles super kryptisch. Ja, mixe 2 von denen, von 3 von denen, von den X, wo du nicht verstehst. Ja, aber dann irgendwann. Ja, irgendwann wird es schon Sinn machen, aber ich nehme das jetzt. Was leuchtet der immer noch? Christmas hier? Flask of Virgin Physik, keine Ahnung. Hab ich jetzt eine neue Flask? Erstmal. So, warte mal. Flasks. Increase, ne, hier. Allocate Flask, ne. Increase Amount, das ist was anderes. Add Charge to Flask. Das Ding, Golden Seeds. Use 2 Golden Seeds to increase. Habe ich schon 2 davon gefunden in letzter Zeit? Mache ich. Dann habe ich jetzt ein, not enough Golden Seeds. Achso. Das Spiel trollt einen ja aber auch ein bisschen, Alter. Ja. Gut, wenn ich es gar nicht kann, dann gibt mir nicht die Möglichkeit. Use a sacred, das meine ich. So get to increase, ja. Yeah. Increase the amount of EP. Okay, nice. Jetzt haben wir einfach besseres Estus, ne? Oder halt Chris. Ja, plus 1. Guck mal, plus 1, Leute. Nice. Ist doch mal gut. Ist doch schon mal geil. So, ich will jetzt noch mal ein paar von diesen Dingern ballern, damit ich mir doch mehr leveln kann. Was hat denn das für? Das ist ein Level 5. Das
können wir mal gucken, was gibt denn das? Vielleicht kann man da irgendwo sehen, was das eigentlich nachher irgendwann, oder also daran festmachen, wie viel Level 5 ist sozusagen. Weißt du, was ich meine? Es gab jetzt 1600 Seelen. Jetzt müsste man das durch 5 teilen oder sowas, oder? Keine Ahnung. Level up. Einmal noch. Und jetzt machen wir mal ein bisschen auch Endurance, ha? Huh? Was gibt's denn eigentlich noch? Ich hab mir noch gar nicht Arcane klingt natürlich auch geil. Ich mach aber Endurance erstmal ein 1 noch. Das ist für Equip. Stamina ist wichtig, ja. 2 nur, aber alle. Na gut. Ja, machen wir. So, und jetzt war irgendwas noch mit diesem Physik-Flask. Was ist das denn? Allocate Flask, das brauche ich nicht, ne? Machen wir so, passt schon. Erstmal noch kein. Wo ist diese andere? Das brauche ich nicht. Hier, Mix Wondrous Physik. Mal gucken. Ah, what is that? You can mix 2 crystal tears. In the flask, you can. Frag mich nicht. Ich hab auch noch einen einfach. Restore. Crystal tear. Restores half of total HP in. Ich weiß nicht, was das ist. Aber sowas macht mich halt verrückt, Leute, wenn ich es nicht direkt. Ich raff das einfach nicht. Naja. Dann wollen wir mal weiterschauen hier. Ich hatte noch irgendwas. Ach, craften wollte ich noch. Genau, ich wollte jetzt eigentlich mal craften. Oder das herstellen. Ich habe doch vorhin dieses Ding gefunden und meint, damit kann ich meine Waffe. Ach, ich kann mit Melina auch nochmal reden. Level up. Warte mal, nee. Wo war das nochmal? Das mal mit der. Die Waffe. Das sind die Spells, das checken. Es ist echt nicht so kompliziert. Classic Analphabet, Donny. So, hier vielleicht. Nee, das ist ja nur. Was gibt's hier noch? Also Waffe verbessern, dachte ich jetzt eigentlich am Feuer. Aber. Pastime Level Up, da kann es ja nicht sein. Ne? Flasks. Add Charge, dafür brauche ich Golden Seeds. Wie viele Golden Seeds habe ich aktuell? Kann man das nicht direkt sehen? Ich glaube, ich habe 1. So, Increase, das haben wir gemacht. Allocate, das ist das Wechseln. Cancel, dann haben wir noch. Memorize Spell, das ist so hier die Spells einnächsten, klar. Also ich brauche, so wie ich es verstehe, noch ein Chrisman Crystal Tier irgendwo und dann habe ich hier 2. Hoffe ich nicht. Kriege ich hier Info, was das ist? Can be mixed in the fair. Crystal Tier. Formed slowly, oh ja. Can be mixed in the flask. The resulting concoction, weiß aber nicht, was es bedeutet. Restores half of one's maximum AP. Ich gehe da jetzt gar nicht drauf ein, auf dieses Generve da im Chat. Ich spiele das Spiel, wie ich das Spiel spiele, Punkt, aus, Ende, weil das ist auch das, was die meisten, die bei meiner Community sind, sich am meisten wünschen, ohne dass ich mich hier rumrechtfertige. Leute, ich spiele so, wie ich spiele, ich lese, was ich lese, ich raff, was ich raff. Wer damit nicht klarkommt, ganz ehrlich, dann schau halt jemand anders. Punkt. Und geh mir nicht auf den Sack. Also wirklich, muss man auch manchmal so klar sagen als Streamer. Nicht böse gemeint, aber dann nerv mich halt nicht. Und sag, ich kann nicht lesen oder so ein Scheiß. Also, ist ein Spiel. Ich will das Spiel so spielen, wie es mir Spaß macht und versuche so weit zu verstehen, wie es für mich. Wenn es mich anfängt zu stressen und es mir zu viel zu lesen ist, dann lasse ich es halt. So, und jetzt nerv nicht. Achso, hier passiert auch irgendwas.
Ich habe was bekommen gerade. Irgendwas. Warte mal, was? Nee, ich habe einfach nur Seelen bekommen. Oh, jetzt kommt aber der Papa. Oder die Mama. Ach so, und ich töte halt seine Kinder direkt vor ihm. Warte mal, sind die machbar? Jetzt tut es mir fast ein bisschen leid. Die sind machbar. Das gibt bestimmt Loot, oder? Was soll den machen? Vielleicht ist es dann eine Gegnergruppe. Crab Eggs. Hier ist alles voller Krabben-Eggs jetzt. Was ist, wenn das hier so rötlich ist auf dem Boden? Sind das einfach Blutflecken? Ja. Ich frag mich, vielleicht sind Crab Eggs was Gutes. Hier. Crafting-Material. Ich muss jetzt mal craften, Leute. Ich muss jetzt mal dich rein. Ich muss irgendwas mal craften. Aber ich weiß ja auch nicht mehr, wo das ging. So. Ist ein bisschen hier wie, genau, wie Orphan of Kos, oder? Oh Gott, ey, der Boss war so nervig. Crafting mit Craftface, genau. Aber wo ging nochmal craften? Item craften? Hier? Ich kann es doch einfach überall, von überall machen, ne? Ja. So, warte mal. All Items, die ich machen kann, sind das hier Consumables. Das sind All Items, genau. Ich kann nur dies. Aktuell kann ich, wenn ich es richtig verstehe, nur die Sachen machen. Aber ich habe doch schon viel mehr Material. Warum kann ich nur diese kleinen Sachen, also wenig Sachen machen? Don't get it. Muss doch noch irgendwas sein. Doch verdächtig hier. Oh, guck mal, hier kann man auch runter. Hier ist ein bisschen wie beim Hydra. Ich lieb's bei so Games zuzugucken. Mir persönlich wäre das zu stressig. Ja, geil. Freut mich. Und dann stell dir mal vor, du spielst so ein Spiel und die stressen immer Leute, dass du Sachen nicht liest und so. Can't let it go. Mir scheißegal, lass mich. Oh, I love it, ey. 3 Jahre die Scheiße und es ist immer noch das Gleiche. So, hier ist auf jeden Fall, hier sind Wildschweine oder so. Warum kann man in keinem Dark Souls Games schwimmen? Sagt jemand hier. Weiß ich nicht. Nicht so deren Welt, glaube ich. So, ich bin jetzt so ein bisschen... Ich habe vergessen, wo ist nochmal... Ich habe doch hier einen Marker gesetzt. Ich glaube, ich gehe jetzt mal dahin. Ich habe doch diesen Sidequest quasi angenommen von dem Dude. Da ist doch jetzt auch noch irgendwas. Hier muss doch was sein. Dann mache ich respektvoll, gehe ich vom Pferd. Da gehe ich mit Respekt dran. Hier ist doch... Irgendwas ist doch hier. Ja, guck mal hier. Geil, was? Guck mal, ey. Travel to another location? Was? I'm doing it. Boah, ich schwöre euch gerade, ich hab richtig Gänsehaut am Rücken gerade bekommen. Weißt du, was ich meine? Weil ich das so geil finde. Jetzt bin ich da einfach gelandet, einfach irgendwo. Aber ich muss einmal noch eine Sache kurz gucken, weil im Chat gerade ein Hinweis kam, den fand ich eigentlich ganz cool. Und zwar, dass es so Erklärungen wohl gibt, die ich, das habe ich aber noch gar nicht gesehen, wo, mit vielen Bildern hat jemand gesagt. Irgendjemand hat gerade gesagt, ey, es gibt, genau, es gibt Hilfe. Es gibt Hilfe zu jedem Thema im Inventar. Ist ein Tab mit ganz vielen Bildern. Wo? Wo? Help View? Simple View? Warte mal. Ach, das geht's auch noch so. Okay. Und hier steht Help. Explanation. Ist es das gemeint?
Meinst du das? Im Inventar, nicht beim Crafting. Achso, Inventar. So, ich mach nochmal. Explanation. Nee, das geht auch nicht. Ich bin doch im... Ich drück doch hier auf Inventar, Leute. Inventar. Ach so, das Ding meint ihr? Info. About Site of Grace. About Roundtable Home. Und dann das finden, oder was? Teardrop Scarabs. Ne, warte mal. Ich will wissen, was dieses Ding ist. Flask da! Und jetzt, wie macht man... Was, wie gucke ich jetzt? Examine using X. Okay. Not gonna lie, bin direkt jetzt ungeduldig, weil ich jetzt halt immer noch der Meinung bin, dass es nicht voll einfach ist. Also, dass man das jetzt sofort versteht. Ich meine, da sind ja immer noch in einem Satz vier Sachen, die man neu lernen muss. Sites of Grace, Crystal Tears, Flask of Wondrous Physic. Ne? Just saying. Aber gut. Und mehr sage ich dazu jetzt nicht, bevor ich salty werde, aber ich finde es manchmal ein bisschen ungeduldig, dass sie einfach nicht raffen, dass es nicht für jeden sofort alles immer sofort verständlich ist, wenn man was liest. Ich muss ja trotzdem erstmal mich rein fucking finden in das Game, mein Gott. Ah. So. Ich will jetzt aber auch nicht das alles lesen, einfach weil ich es nicht will, aber trotzdem will ich eine Sache wissen. Ich kann dann aber Elixiere machen und die kann man vielleicht dann irgendwie... Dann hat man irgendwie so... Das ist dann vielleicht eine Flask, wo man nur Elixiere reinmacht oder was. Und die haben dann irgendwie so... Vielleicht kann man damit sich buffen oder so. Okay. Aber ich finde hier in den Erklärungen ist auch alles recht kryptisch noch, ne? Unten aber der letzte Satz ist ziemlich hilfreich. Der ist so normal. Weißt du, guck mal, der letzte Satz hier. This will allow you to create Elixiers in various custom effects. Das ist für mich eine gute Erklärung, dann verstehe ich das einfach. Okay, deswegen ist das schon hilfreich. Also dann nochmal für den Hinweis, da gucke ich mir nochmal rein. So, jetzt sind wir aber hier und haken das alles mal ab, weil wir sind jetzt in einer krassen Gegend. Und irgendwie sind wir da hingekommen jetzt. Ich habe nämlich auch noch eine Mate-Flask, die habe ich gefunden im Späti 27er, 30er, dann noch irgendwie auf dem Späti 4 und mit dem Super-Späti-Mann kommt man mit finanziellen Mitteln sich ein Späti-Super diese Flask machen. Was ist ich denn? So. Oh, aber die Musik ist hier schon krass. Ist eine Mate plus 1. Okay, der war gut. Der war gut. Ich habe übrigens immer noch nicht hingekriegt, dass ich die Uhr rechts gucken sehen kann bei Windows auf dem rechten Bildschirm. Nice. Kotzt mich die ganze Zeit schon übrigens so an im Hintergrund. Das kriegt ihr zwar nicht mit, aber ich nehme euch da gerne mit in die Behind the Scenes. Ist einfach nicht möglich. Bei fucking Windows, was habe ich jetzt, 11? Ich spiele ja mit zwei Bildschirmen, dass ich einfach auf dem rechten Bildschirm, wo alles so OBS ist und ich euch sehe und so, dass ich habe da keine Uhr. Das geht nicht. Ich habe keine, kann ich unten rechts die Uhr, die ist nur auf dem linken Bildschirm. Nervt mich. 21.13 Uhr, ja, aber ich will trotzdem immer selber wissen, wie viel Uhr es ist. So, sorry, ich würde gerade sollte, ich bin ich aber nicht. Leute, let's go. So, ich sehe, guck mal, ich sehe da hinten meine Markierung, ne? Mal gucken, wie weit ich jetzt weg bin eigentlich. Krass, aber vielleicht sollte ich hier noch gar nicht sein. So, let's go. Kann ich hier überhaupt rein? Bestial Sanctum. Okay, Sanctum ist immer gut. Erstmal chillen. Ist eine Chill. Für mich ist es erstmal chillig. Aber das sieht irgendwie nicht so chillig aus, da hinten der Kollege. Erstmal kurz hinchillen. So, das ist aber das Wichtigste. Mal gucken, also brauche ich nicht das Menü? Okay, ich
gehe jetzt mal weiter. Das mit dem Crafting interessiert mich immer noch so richtig nicht. Also interessiert mich immer noch, habe ich irgendwas immer nicht so ganz gerafft, aber gut. Ist es jetzt ein Gegner oder ist es ein Kollege? Ich sehe ihn aus wie ein Kollege. Ich glaube, es ist ein Kollege. Sanktum heißt immer gut. Ist ein Chill-Bereich. Hand over Death Root. Habe ich. Doch, das habe ich bekommen von der. Ey, warte mal ganz kurz, Leute. Warte mal. Ich habe gerade eine Vermutung, ob dieses. Nee, okay, doch nicht. Ich dachte kurz, dieses. Wie heißt denn schon mal? Keine Ahnung, wie das. Ist mir auch scheißegal, dieses Guiding Light. Ihr wisst schon, dieses Licht da. Was einen so führt in die Hauptstory entlang. Das führt mich ja eigentlich nach Stormvale Castle gerade aktuell, ne? Ich habe aber kurz gedacht, dass ich jetzt da angekommen bin, wo eigentlich dieses Feuer mich später hinschickt, weil. Guck mal, dieses Feuer ging doch da gerade hin, oder nicht? Warte mal, wie heißt das, dieses Guiding Light? Warte mal, hat man doch gerade gesehen, oder? Sieht man es jetzt nicht mehr? Wisst ihr, was ich meine? Hier war doch von links nach rechts so ein Ding. Na ja, gut, ich laber zu viel gerade. Ich habe auch ein bisschen Angst. Ich glaube, jetzt passiert irgendwas. So. Irgendwas passiert jetzt hier. Okay, ich gebe es ihm jetzt. Ja. Die Musik sagt mir doch schon, dass irgendwas passiert. Wieder Sachen, die ich mir merken muss. Okay. Was ist das jetzt? Ich habe jetzt von ihm Ei und Claw bekommen. Der will mehr Sachen haben. Habe ich jetzt aber nicht, Kollege. Ich bin ja gerade durch einen Zufall auf etwas schlau geworden. Hier steht bei diesen Dingern, guck mal, FP-Kost. Das macht mich stutzig. Das heißt, vielleicht eventuell kann man die Dinger hier unten oben drauf machen, da wo ich gerade Assassin's Approach habe oder so, mit irgendwas die Dinger benutzen. Nur mal kurz nochmal hinsetzen und gucken, ob ich die bei diesen Einschwörungen da einsam machen kann. Hier, bei Memorize Spell. Aber ist ja kein Spell, ist was anderes. Ich raff's nicht, weil ich hab dieses Schlüsselding, aber das ist doch für Wunder. Sind das überhaupt Wunder, wie die hier auch heißen? Ich glaube, irgendwo muss ich ja was haben, womit ich die benutzen kann. Das ist alles. Hier. Creates a summon sign. Ne, das ist alles Co-op. Ich weiß einfach nicht, wo man das macht. Finger Seal. Was ist das eigentlich für ein Gerät? No skill. Incantations. So, das ist etwas, was Incantations macht. Vielleicht ist das wie. Was ist das hier? Sacred Seal. Enhances Bestial. Learned from Gurank. Also, der Dude ist Gurank. The Beast. Clarryman, also er ist irgendwie so ein Beast-Chef, so. A rare trinket that allows ich weiß halt nicht, was ein Incantation ist. Könnt ihr mir das mal übersetzen, Chat, bitte? Einfach nur mal irgendwie Google-Übersetzung oder so machen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Incantation. Das ist also Wunder. Okay, danke. Wichtig. Dann ist das, meiner Meinung nach, ist das quasi dieses Wunderwerkzeug. Wie heißt das nochmal? Wie heißt das nochmal bei Dark Souls 1? Ganz vergessen.
Diese Puppe. Eine Puppe. Okay, und das macht's besser irgendwie oder so? Kann ich mal gucken, ob ich jetzt... Warte mal, wenn ich das so mache. Pass auf. Wenn ich das hier drauf mache. Kann ich damit die Wunder... diese Dinger? Nee, so. Ups. Okay, kann das sein, dass es einfach nur ein besseres Dingens ist? Okay. Naja, wir kommen schon langsam. Ich brauche halt meine Zeit, aber ich gucke mir das jetzt alles mal an. So. Ich bin nochmal hingesetzt, weil... Ich habe nur die zwei Spells, ne? Sorceries Incantation. Ich hab einfach nur zwei. So, die zwei habe ich. Genau. Kann man wahrscheinlich in diesem Ding... nee, ich wollte gar nicht hinsetzen. Ja, sorry, das ist wahrscheinlich auch für viele Leute gerade langweilig, aber da müsst ihr jetzt durch, weil ich muss mich ja ein bisschen damit beschäftigen, damit ich es auch langsam mal auch anfange zu verstehen. Nicht, dass es mich eben wie jetzt so heute schon ein paar Mal alles so überwältigt auf einmal. Da kickt auch, glaube ich, hart mal ADS bei sowas. Jetzt habe ich hier... Ah, das habe ich jetzt hier schon da. Warte mal, ich kann das jetzt schon benutzen? Ja. Ich mach mal hier noch... Nö. Warte mal, ich will das jetzt einfach mal benutzen. Ist es schlecht, wenn ich das jetzt benutze? Ich muss mal ausprobieren. Das lädt sich doch wahrscheinlich auf wieder, oder? Was hat das jetzt gemacht? Das war wahrscheinlich dumm, weil ich jetzt eh gerade voll HP habe. Und soll ich mich mal hinsetzen? Ist es jetzt wieder voll, wenn ich mich hinsetze? Hoffentlich. Ach, das stand doch auch drauf in dem Ding. Jetzt erinnere ich mich gerade. Da stand ja half HP. Das setzt half... Okay, warte mal. So langsam check ich's, Leute. Das ist nämlich nicht nur immer nur lesen alles, sondern man muss es auch einfach erstmal verstehen. So, ich glaube, dieses Ding, jetzt habe ich es gerade gewechselt und links, ist halt echt eine super Estus. Je nachdem, wie ich das hier so einstelle. Wenn ich jetzt noch eins finde, vielleicht gibt es hier noch weitere Christmas Tears, die ich da reinmachen kann. Weil guck mal, half of total HP ist ja mega gut, weil später hat man ja vielleicht irgendwie voll viel HP. Dann hat das vielleicht sogar mehr Stärke als ein Estus oder so. Keine Ahnung. Okay, got it. So, das habe ich jetzt schon mal verstanden. Und es lädt sich wieder auf. Sehr gut. Ist doch gut. Also aktuell ist es gerade für mich einfach nur so ein Backup-Estus. So, und dieses Wunderding, das habe ich noch nicht so ganz. Das muss ich mir aber nochmal angucken. Ich habe davon zwei. Finger Seal. Okay, sie heißen Seals. Auch check. Guck mal, hier seht doch, was das macht. Das, die hatten mal so Aufscaling. Guck mal, der scaled mit Stärke. Mehr, besser. War schlechter mit Faith. Ich würde aber jetzt einfach sagen, das ist irgendwie erstmal das Bessere. Weil es jetzt... Und der hat mir aber noch was gegeben, Freunde. Was war denn das? Irgendwas hat er mir noch gegeben. Ich habe hier übrigens ein anderes Schild. Das ist ja besser. Wo habe ich denn das Schild her? Hä? Davon habe ich das Auge, genau. Aber seit wann habe ich das Schild? Kann ich noch nicht benutzen, ne? So, jetzt, wir kommen langsam an, Leute. So, ich habe noch so ein Auge bekommen, ne? Wo war denn das? Da. Was macht denn das? Set to tremble one. It is set to tremble when near Deathroot. An Gurung? Will ja Deathroots haben. Ne? So. Damit müssen wir ihn füttern hier in diesem, wo wir gerade sind. Dann kriegen wir immer geiles Zeug. Wie zum Beispiel das neue Seal gerade. The Murky World. Okay, ich benutze das jetzt mal. Kann man das sich vielleicht hier aufs Ding machen und dann einfach, wenn man das benutzt, passiert irgendwie was oder so? Das kann ich mir gar nicht drauf machen, ne? Ah, guck mal, ich kann die Sachen dahin machen. Hä? Hä, die kann man da... Warte mal. Warte. Ne, es geht aber nicht. Guck, da passiert nichts. Kann ich nicht, ich weiß nicht, wie man die summon. Weiß ich nicht, wie das geht. Wie benutze ich denn das Auge? Ich kann das hier nicht machen aufs Quip-Menü.
Also es ist sehr viel, was ich nicht verstehe. Aber das war jetzt ist nichts Neues bei Souls Games. Muss man. Ich tue mich nur schwer mit, dass mich sowas nicht stresst irgendwie. Weißt du, ich meine, ich will gerne immer alles einfach verstehen, aber das geht nicht. So, jetzt geht's hier weiter. Eins nach dem anderen. Dann mache ich halt wahrscheinlich erstmal viel falsch. Aber dann ist es halt so. Was ist er denn für einer, ey? Ich weiß nicht. Muss nicht sein, ehrlich gesagt. Nicht heute. Hier ist aber auch krasse Mucke irgendwie. So ganz unheimlich. Diesen komischen Staccato-Streicher da im Hintergrund die ganze Zeit. Geil, guck mal. So, jetzt sieht mich aber gleich der Dude hier. Der sieht ja auch abgefahren aus. Ich habe keine Waffe, ne? Doch, wir machen es mal andersrum. Ich will das lieber auf dem Schild haben, das bin ich es gewohnt. Schildplatz. So. Okay, was geht? Hey, was? Bist du krass? Du siehst krass aus auf jeden Fall. Bist du böse? Oder bist du cool? Hey, du bist cool, oder was? Okay. Warum kann ich den... Ist der cool? Ich raff's nicht. Nee, ich kann nichts machen. Ich gehe mal über diese Brücke da. Ich glaube, da müsste ich jetzt wieder... Nee, jetzt bin ich ja wo ganz... Ich bin ja wo ganz anders jetzt, Leute. Oh, guck mal, da ganz in der Ferne. Seht ihr so einen Dude da rumlatschen? Ganz schön viel Kraft. Der hat fast, wie viel? Der hat voll viel Seelen gegeben, gerade der eine Dude. Das lässt mich eher stutzig werden, dass ich hier vielleicht nicht sein sollte in der Gegend. Ich habe keinen Bock, underpowered zu sein irgendwo. Das gab halt fast 1000 Seelen oder so, oder was? Das ist schon viel. Überall so komisches Pilzzeug. Sion, danke trotzdem für das Uhrzeit durchgeben. Ich hab's wahrgenommen. Ist sehr lieb von dir. Ist gut. Passt schon. Ja, ich krieg das für den nächsten Stream, glaube ich, mal hin. Ich hab's nur vergessen, auch mich damit mal auseinanderzusetzen, mit dem, dass die Uhrzeit nicht. Ja, dass ich die Uhrzeit auf dem rechten Bildschirm habe. Schlimm ist es jetzt auch nicht, aber. Habe ich schon gern. Ich bin jemand, der gerne auf die Uhr schaut so und gerne so ein bisschen immer weiß. Warte mal. Ich will mir nochmal 1000 sehen, ne? Warum wird der Stab bei dem so gemacht? Von oben. Ich bin gleich tot. Scheiße, warte mal. Scheiße, Achtung. ...1094 geben die. Okay. Vulgarmelischer Handler. Ups. Hast du sie? Nee, hier. Irgendwie will ich über die Brücke gehen. Aber irgendwie auch nicht. Da ist nochmal so ein Dude. Den mach ich auch noch, oder? Komm. Aber die sind nicht schlecht.
Wow, okay. Gut, aber da muss ich jetzt hin. 3500 Seelen, die lasse ich mir nicht entgehen. Not gonna happen, die hole ich mir. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Okay, jetzt mit Concentration, aber Leute, ich will jetzt die Seelen nicht verlieren. 3, 5. Okay, also die Gegner habe ich mir schon gedacht, die haben's drauf. Gut ist ja, man hat ja ein Pferd. Und man kann ja auch Kamikaze-Style die. Oh! Was? What the fuck? Jetzt ist er mein. Ach scheiße, ich hätte nicht aufs Fern. Ist es so ein. Oh fuck. Erstmal Seelen holen, bitte. Wo sind die? Hier? Nein! 3500 Seelen, du Schwein! Was zur Hölle? Bah, Leute. Aber warte mal. Der hat mich erst angegriffen, als ich auf dem Pferd war. Was ist denn mit ihm? Warum greift... Verstehe ich nicht. Hallo? Der hat mich vorher nicht angegriffen. Warum macht... Warum hat er mich vorhin nicht angegriffen und jetzt greift er mich an? Ja, die Seelen sind doch schon weg. Oder ich bin doch schon gestorben. Hä, Nina, was meinst du? Ich bin doch schon gestorben gerade, nachdem ich auf dem Weg zum Seelenholen war. Oder hat man zwei Chancen? Was? Ich habe die Seelen verloren, bin doch gerade schon mal los, bin da gestorben. Boah, Nina, ey, du hast mir richtig Schock gegeben. Ich dachte jetzt schon, ich habe irgendwie eine komplett wichtige Mechanik nicht gerafft. Sonst wäre ich ja auch nicht vor den Typen getreten. Die Seelen waren doch schon weg. Schon letztes Mal. Okay, warte mal. Alles gut. Brauchst dich nicht entschuldigen. Ich wollte nur mal damit auch klar artikulieren, dass ich, das wohl einfach nur... Ich hab's richtig gemacht. Was? Weißt du... Ich habe keine Chance gegen den, oder? Ich bin zu... Aber warum hat er mich vorhin nicht angegriffen? Schau, ich bin unterpowered, Leute. Aber ich bin gut. Ja, nee, komm, ciao. Nee, okay, der geht noch nicht. Den müssen wir ein andermal machen. Wow. Aber trotzdem, auch wenn ich mich wiederhole, raff ich nicht, warum er mich vorhin nicht angegriffen hat. Weil ich habe mich ja vorhin gestellt und mich gezeigt und so. Gut, ich hau jetzt hier wieder ab, glaube ich. Ich glaube, ich soll hier noch nicht sein. Das ist mir alles ein bisschen... Nö, ich bleib dabei. Nö, ich soll hier noch nicht sein. Das ist mehr als eigentlich glaube. Ich bin mir sicher, dass ich hier nicht sein soll. Ah, ich muss mich ja gar nicht... Ich setze mich immer hin zum Teleportieren. Ich raff das immer nicht. Ich weiß ja, dass man muss doch so teleportieren. Das geht ja anders. So. Nee, wie geht's nochmal? So. So teleportiert man nämlich. So, da ist halt dieses Ding. Das machen wir ein ganz anderes Mal. Was will ich jetzt eigentlich machen? Das erste Mal bist du von der Seite gekommen. Vielleicht hat ihn das nicht getriggert. Genau. Ja, yeah, wahrscheinlich das, ne? Aber der hat dann erst reagiert, als er aufs Pferd geschossen. Ach Mann, aber die Seelen, das nervt mich jetzt schon. Also ganz ehrlich. Das waren 3500 Seelen, einfach so. Naja gut, aber andererseits auch nur zwei Gegner da. Drei Gegner. So, wo will ich jetzt eigentlich hin? Jetzt habe ich ganz vergessen, wo ich eigentlich ursprünglich war. Was war ich eigentlich am machen? Ich glaube, ich war hier. Ich fand diese Gegend ganz geil, wo ich vorhin gelandet bin, irgendwie aus Versehen, wo ich dieses neue Flask bekommen habe und so. Das war doch hier, das, oder? Ja, doch, nee, das war das. Will ich nochmal hin, das fand ich gut. Zurück. Limbridge, genau, Limgrave. Aber die Ecke hier, das finde ich gut, da will ich nochmal hin. Church of America. Aber ja, coole Nummer. Wir haben jetzt diesen Dude getroffen und dann hat er uns gezeigt, wo so ein Teleportstein ist, nenne ich es jetzt einfach mal. Und damit sind wir zu diesem Dude gekommen, ganz oben rechts auf der Karte und haben jetzt ein geileres Ziel und ein bisschen was über das Game gelernt. Also zu dem muss man immer wieder hin, den Fütter mit diesen Death Roots.
Das können wir uns schon mal merken. Und anscheinend, ich habe ein Item bekommen, mit dem ich erkennen kann, so erkläre ich mir das, wo Deathroots sind. Das wird dann irgendwie vibrieren oder so. So hieß es halt in der Beschreibung, aber ich raff nicht, wie man das einsetzt. Überhaupt keine Ahnung. Das raff ich nicht, dieses Auge. Was soll ich denn damit machen? Es steht ja wirklich auch nicht hier, wie man das einsetzt. Help, ich mach nochmal. Explanation. Nee, muss ich wieder. Ich geh nochmal auf dieses. Wo wir vorhin waren. Info. Vielleicht ist hier was. Oh, Bad Porches kann ich eigentlich auch mal angucken. Was? View. Ja. Ja, ich würde trotzdem lieber gerne wissen, wie ich da Sachen drauflege auf die Pouches. Das würde ich gerne wissen. Da sehe ich nämlich so ein Summon-Ding. Super. Hier steht aber nur, wie man die einsetzt, aber nicht, wie man die belegt. Kollege. Nicht, wie man die belegt. Was wollte ich jetzt gerade nochmal nachgucken? Ich wollte irgendwas gucken mit diesem Auge. Ich sehe das jetzt hier nicht so richtig. Ich sehe da kein Auge irgendwo. Wie geht das nochmal? Switch. Da, so, warte mal. Wenn ich da jetzt das drauf lege, ist jetzt drauf, ja? Okay. Und dann hier vielleicht ein Auge drauflegen, Switch. Geht nicht. Hier sind ja alles, was man da drauflegen kann, ne? Hier ist nochmal dieses Ding, das kann ich. Oder was ist das nochmal? Used to gradually. Ja. Starlight Shards. Was ist das? Uses FP to temporary boost poise. So, und wenn ich jetzt so mache. Kann ich jetzt. Das Poise-Ding kann ich benutzen, aber nicht das Summon-Ding. Naja. Ah, ist ja alles nicht immer so einfach, ne? Muss man ganz viel noch verstehen hier. Was ist das für ein Baum oder Kerzenstände? Nee, ich will nicht. Ich will das Examining, stand doch hier. Müssen die immer ihre Na. Aber was ist denn hier? Was war das? Hä? Kann ich da irgendwas machen? Da stand Examine? Aber dann konnte ich nicht mehr draufklicken, weil hier Read, weil jemand immer seine Nachricht direkt da drunter macht. Da. Oh. Das ist machbar, oder? Ach, sieht geil, wie der aufsteht, das ist Hammer. Das Stehen war Hammer. Müssen die Leute immer ihre Nachrichten, weißt du, so direkt dran machen, nur um zu trollen, dass man schwieriger das so examinen kann? Oder man kann ja Switch Action machen, ne? Okay, was passiert? Habe ich jetzt. Okay, warte mal, ich habe schon drauf geklickt. Okay, ich reg mich schon wieder zu unnötig auf. Ah, ja, okay, der zeigt mir vielleicht irgendwie einen Weg irgendwo hin. Vielleicht zeigt er mir ein Geheimnis. Latsch mal schneller. Ja, das hätte ich jetzt auch so gefunden, wenn er mich jetzt zu diesem Ding da. Jetzt kommt. Hier ist wieder irgendjemand. Ich höre was. Da ist was. Wie geil ist das denn? Guck mal, der Bär wieder sich da. Aber der kratzt den Baum und nicht umgekehrt. Nehmen die das nicht anders nochmal? Hä? Nehmen Bären nicht normalerweise den Baum, um sich den Rücken zu kratzen, anstatt
dass sie den Baum kratzen? Ach, guck mal, der führt mich jetzt nicht wo. Ist ja geil, der führt mich ja wirklich wohin. Krallen schärfen. Achso, gut. Naja, macht auch Sinn. Was heißt ich denn? Das macht mehr Sinn als meine Logik, da habt ihr schon recht. Der kratzt den Baum. Anstatt Krallen schärfen. Mann, ey, ich bin wirklich 37 Jahre alt. Wie habe ich es überhaupt so weit geschafft in meinem Leben? Ich laufe dem jetzt echt einfach hinterher. Warte mal. Was habe ich denn jetzt aufgehoben? Ich will den nicht verlieren. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wenn man den verliert, weil der macht ja extra so ein paar Umwege, der macht ja schon so ein paar Schlenker, dass man den, wenn man den, dann läuft er nicht mehr weiter. Hier hat er mich hingeführt. Das hätte ich aber auch so gefunden, oder? Das war doch einfach im Weg, den Weg lang gehen. Ich bin ein bisschen underwhelmed von dem, was ich jetzt davon habe. Da ist ja einer, ein Bär. Bärchi schläft. Ich schleich doch. Oh, das ist ein größerer Bärchi, kann das sein? Oh, das war nur sein Kind vorhin, glaube ich. Oh, shit, der Boy ist big. Das ist ein Grizzly. Das ist ein Grizzly-Bär. Alter, der ist ja riesig. Das ist ein Tree-Set. Fucking Sekiro all over again. Ja, ciao, den macht der. Ich mach dem ja gar nichts. Macht dem gar nichts, kannst vergessen. Aber die Dodge sitzen. Egal. Ja, das Pferdpfeifen braucht wieder 100 Jahre, wie immer einfach. Fucking Pferd rufen in dem Spiel, Horror. Gut, tschüss, ich bin hier weg. Ich geh nochmal zurück zu dem letzten Ding. Ja, das war jetzt nix. Okay, der Typ hat mich dahin geführt, wo der große Bär ist. Und was hat's mir jetzt gebracht? Hier ist nochmal so. Oh, Map! Das war mega wichtig! Ha, okay, gut. Aber ich wollte, wie gesagt, dem Typen erstmal folgen. Ich wollte ihn nicht verlieren. Aber das hat ja gar nichts gebracht. Ich hab grad was kreischen gehört. Nee, ich remove all markers. So, warte mal. Ich hab doch gerade remove all markers gemacht. Nochmal? Warum macht er das nicht? Removing all markers, please. Is that okay? Yes. Geht er jetzt nach und nach? Geht er jetzt gleich erst weg? Oder geht er. Hä? Warum geht der Marker nicht weg? Da blau. Was ist denn das dann? Was ist das dann? Warum habe ich dieses. Vielleicht sollte. Da steht eine 1 dran. Ich gehe da jetzt mal hin. Oder war das der Bär, wo ich gerade war? Hallo, Schweini. Oh, guck mal, Wetter hat sich gerade geändert. Geil. Ich gehe da jetzt mal hin. Das ist wohl irgendwas anderes.
Nee, das ist doch da, wo wir schon mal waren. Jetzt weiß ich wieder. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Aber gut, hier ist ein Bomb. Ist das? Weil der Typ, der hat mich da vorhin hinge... Also was mich gerade... Da das Blaue da hinten, ne? Just saying. Ich hatte vorhin genau an der Stelle einen Marker gesetzt. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie das gemeint ist. Der Typ hat mir ja gesagt, er setzt mir einen Marker. Und deswegen haben wir das ja gefunden. So, und warum ist das jetzt... Das ist jetzt irgendwas anderes. So eine, mit einer 1. Vielleicht ist es einfach nur... Dass ich weiß, da sind diese Teleportpunkte oder was? Ja, ne. Mit X wegklicken. Habe ich ja schon gemacht. Das geht nicht. Nee, nee, guck mal. Deswegen habe ich es extra nochmal gemacht, weil ich nicht sicher war, ob es richtig... Remove all markers. Da passiert nichts. Hm. Remove Beacon, da steht A. Aber was ist ein Beacon? Achso, okay, ja, warte mal, hab grad gelernt. Beacon. Und wo ist der Unterschied zwischen Beacon und Marker? Jetzt habe ich da einen Marker gesetzt. Marker, Marker, Marker. So. Und warum sind das diese... Unten steht, Place Beacon, ja klar. Das sind jetzt alles Beacons hier. Man kann 5 machen, oder? 5, ja. So, und unten steht aber auch X-Marker. Wenn ich jetzt X drück, dann kann ich jetzt hier ein so, sowas setzen, okay. Was sind das dann? Jetzt habe ich die natürlich alle so nah aneinander gemacht, dass wir uns nicht checken. Hm. Oh, ich bin gerade zu müde für sowas. Lass ich jetzt mal, beschäftige mich mit einem anderen mal. Wie mache ich die jetzt wieder? Remove Beacon und remove a Marker erstmal. Und remove Beacon, muss ich auf. Okay, gut. Naja, gut, wenigstens einmal ein bisschen. Oh, da habe ich gerade was gesehen. Ich habe gerade was gesehen. Was ist das denn hier? Das sieht irgendwie so verdächtig aus, dass das hier so. Marker sind dauerhaft gedacht. Hm. Mal hinsetzen, Freunde. Ich kann auch nochmal mit Melina reden, Alter. Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika, who vanished long ago. If you wish, I will share them with you. Very well. In Marika's own words, my lord, and thy warriors, I divest each of thee of thy grace. With thine eyes dimmed, ye will be driven from the lands between. Ye will wage war in a land afar. Were ye well? Perhaps that... Kein Wort verstanden. Gut. Oh Mann. Ich will jetzt meine Waffe besser machen. So, dafür gehe ich jetzt nochmal zum Schmied. Hier gehe ich immer aus Versehen auf das. Warte mal raus. Ah, nee. Y drücken, genau. Doch, Y. So, wir gehen nochmal ganz kurz hier dahin. So, fertig. In diesen Lost Table. Geht auch nicht mehr allzu lange, Leute. Wir haben jetzt 2 Stunden. Reicht für heute, glaube ich, auch. Bin etwas müde heute. War ein langer Tag. Ich habe heute viel mit meinem Neffen. Viel Zeit mit meinem Neffen auf dem Spielplatz und in der Wohnung Fußball gespielt. Das merke ich schon. Gute Laune, aber trotzdem bin ich ziemlich müde. Aber jetzt guck mal, jetzt haben wir einen hier von den Dudes. Der ist jetzt hier. Der Maskenmann ist jetzt hier an dem Round Table. Das lässt mich etwas vermuten. Das lässt mich vermuten, dass das vielleicht etwas ähnlich ist wie bei DS3 in dem im Firelink Shrine. You've met Garank. Oh ja, jetzt geht's. Ja, then, hab ich. Owing to our duties shared, we are now comrades in arms. I think you've earned this. The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. Ja, jetzt steht hier eine Frage. Willst du einen Tipp für die Geisterbeschwörung? Ich glaube, ohne wird's nichts mehr. Okay, das macht mich so stutzig, dass ich sage, ja, hau raus.
Weil ich jetzt auch wirklich am Ende bin mit, ich habe jetzt auch keinen Bock jetzt, so ein Streber bin ich eh nicht, Leute, werde ich eh nicht sein, ich gehe jetzt nicht nochmal zurück zu der ersten Video und schaue mir alles nochmal an und gucke mir an, was ich da überlesen habe. Ganz klar ist, ich verstehe es offensichtlich nicht, wie man die Sachen beschwört, bitte sagt es mir, sonst würde ich es auch eh googeln, ich check das nicht. Pia meinte, glaube ich, auch, da hat sie ewig gebraucht, das drauf zu kommen, kein Bock, dass es mir zu Verhängnis wird, dass ich das einfach nie checke, aber ich habe jetzt, bin an der Geduldsgrenze angekommen, von mich mit diesen Menüs auseinandersetzen, ich raffe nicht wirklich, wie man das einsetzt. Du musst nachts am Grace ob der ersten Kirche. So, jetzt geil, jetzt kommt der Tipp und es ist ein kryptischer Satz oder hat sich verschrieben. Das ist natürlich auch wieder geil. Den Satz verstehe ich null. Du musst nachts am Grace ob der ersten Kirche. Was? Du bist ja genauso wie Elden Ring, die Menüs. Ich verstehe es da ja nicht. Er ist das Spiel. Der Cookie aus dem Chat, der gefragt hat. Verschrieben. Okay, ich muss nachts. Geister kannst du nur an den kleinen Pylonen beschwören. Die stehen für gewöhnlich in Boss-Areas, okay. Okay, das geht ein bisschen fast zu weit, aber ich will nur wissen, wie man. Also ich muss nachts zu irgendeiner Kirche. Woher soll man das wissen? Kirche von LA. By night. Woher soll man das wissen? Habt ihr das? Ihr habt doch auch gegoogelt. Jetzt erzähl mir doch keinen Scheiß. Das habt ihr doch auch alle gegoogelt. Erstes Bonfeuer, okay. Durch Zufall entdeckt. Kirche von LA nachts. Okay, gut. Hab ich. Check ich. Machen wir heute noch. Ich mach jetzt, das machen wir noch zum Ausschluss. Wir können ja Pastime machen. Nee, Geduld. Naja, aber streamt ihr? Nee, ne? Okay. So, Study. Nee, das will ich. Will ich das? Oh, der hat geile Sachen. Alter. Litany of Proper Death creates Image of Order to deal with Holy Damage. Enchanted Right Hand Weapon with Holy Damage. Das ist auch geil, Alter. Das kostet mich 3000. Das können wir doch irgendwann bald leisten, oder? Dazu. Bin ich seltsam? Wie Mali direkt sagt, ich bin seltsam. Mann, was weiß ich, Mann? Oh, seid doch mal ein bisschen chilliger. Ich hab doch keine Ahnung. Ich versuche doch ja auch nur irgendwie das Spiel zu spielen und Spaß zu haben und ich verstehe manche Sachen nicht. Mein Gott. Mach das, lass uns doch nicht über alles diskutieren. Dann tut's mir leid. Okay? Dann hast du es jetzt einfach vielleicht für mich in etwas zu deutlich, zu detailliert erklärt. So, about D. I serve the Golden Order. That I might put this crooked land to rights, following only the guidance of the Great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is the vermin. Ja, Timo, da warst du gar nicht so unrecht. Schon echt irgendwie. Schon wieder ein bisschen wie ganz früher, ey. Das ist natürlich irgendwie. Manchmal echt ein bisschen anstrengend. Ja. Naja, war das auch. Neue Leute, großes Spiel. Allen recht machen. Schwierig, unmöglich. Die Form arm. Wieder irgendwas machen, was man nicht verstanden hat. Lies es doch einfach durch. Ist doch ganz einfach. Aber sich dann über die Zuschauer beschweren, ist auch nicht gut. Man wird irgendwann komplett verrückt, man dreht dann durch, redet dann hier nur noch so rum und sagt sich so, ich werde verrückt, ich werde komplett verrückt. Einerseits will man es den Leuten recht machen, andererseits will man das Spiel spielen. Dann kann man es einfach offstream spielen. Wenn man es aber onstream spielt, will man es eigentlich auch so spielen, wie man es offstream spielen wollen würde. Dabei liest man nicht so viel. Da sind die Leute nicht im Chat. Ich werde langsam verrückt, ich werde einfach verrückt. Ich sehe schon die YouTube-Kommentare unter diesem Video, die von Leuten, die von mir genervt sind, weil sie mich vielleicht generell gar nicht so richtig checken als Mensch und vielleicht auch nicht ganz so sympathisch finden, wenn du
Und dann geht da los die Diskussionen wie schon vor 7 Jahren bei Breath of the Wild, bei Rocket Beans. Und ich werde dann einfach depressiv und traue mich gar nicht mehr so zu sein, wie ich bin. Und werde dann verrückt und krieg Burnout. Ja, 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 große Titel, neue Leute im Chat. Das ist immer anstrengend für mich. Ich werde verrückt, verrückt, verrückt. Ich wollte hier mein Schwert verbessern, ne? Well, where have you been hiding? I took you no matter. It's lay out your arms then. Auch hier verstehe ich das Menü ganz noch gar nicht, obwohl ich schon gelesen habe und Leute sagen, warum liest du es nicht einfach? Es steht doch da, du bist so dumm und erstmal motzt du rum, obwohl du es einfach liest. Aber es sind so viele neue Begriffe, die ich alle nicht kenne. Ash ist so wohl, ich check nicht, was das ist. Ich weiß nicht, wie man Sachen zusammen. Vorhin hat einer gefragt im Chat, wie man was macht. Ich so, ja, erzähl doch, dann hat er aber zu viel zu erkennen. Dann habe ich gemeint, hör doch auf und dann habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen. So. Mache ich das jetzt zu einem Sacred Blade? Nö. Ash of War strength and armament. Achso. Aber ich habe nicht genug Seelen? Nee. Ah, 20 Runen. Okay, es kostet 336. Loffy, du Verrückter! Geiler Mann, 20. Ey, Loffy hat 20 Gifted Subs gerade gemacht. Das habe ich jetzt nicht erwartet, nachdem ich hier gerade durchdrehe und verrückt werde. Vielen Dank, Mann, Loffy, Mann. Was geht? Loffy. Du bist doch besoffen. Kann ich jetzt hier rein eigentlich? You don't have the right. Also, ich muss da irgendwas. Wahrscheinlich so mit geilem Level komme ich da rein oder so. Vielen Dank, Mann. Let it go, Bobby Marley, komm. Wir sind doch... Let it go, okay? Lass los, alles ist gut. Ich freue mich, wenn du dranbleibst. Wir sind alle on edge. Es ist alles Internet. Es ist alles nervig. Hör dir mal die Streichermusik im Hintergrund an. Ich danke dir für den Tipp, du wolltest helfen. Weiß zu schätzen. Let's go. Kann ich hier rein? Nee. So, ich gehe mal davon aus, hier kommen immer mehr Leute an diesen Tisch. Irgendwie Leute, die man irgendwie trifft oder so. Roundtable. Gib's auf. Let's go! So, wo muss ich eigentlich hin? Was will ich eigentlich machen? Ich renne die ganze Zeit nur im Kreis und weiß nicht, ob es hier noch jemand Neues gibt. Der Typ sagt irgendwie immer noch nichts. Ist hier noch was? Hier ist was? Nee. Ich geh nochmal hier raus. Irgendwie raff ich hier den Feierling, also den, ich nenn's jetzt einfach mal den Feierlingschein einfach. Nicht so ganz. Wie komme ich hier nochmal raus? Da muss man teleportieren, ne? Ich würde sagen... Hier ist auch sehr wenig erkundet von mir. Hier sind bestimmt auch ein paar Sites of Grace. Jetzt frage ich mich, jetzt bin ich ja schon so deep into the game, dass ich mich so jetzt langsam anfange zu fragen, wie spielen Leute das? Gehen die jetzt auch dann hier so einfach gerade wie ich und überlegen sich, was macht man jetzt? Oder gehen die Leute dann einfach... Wir können ja nochmal Stormvale Castle... Wenn ich überlege gerade, ob ich nochmal diesen Boss gucke, wie viel Damage ich jetzt gegen den mache. Wo war denn der nochmal? Der erste Big Boss, das war hier, ne? Ich will's mal probieren. Nee, so. Erstmal wolltest du die Kirche... Ah ja, genau, nachts in die Kirche! Genau, nachts in die Kirche. Das Thema, was wir vorhin hatten, wo ich gefragt habe, wo ich das wissen wollte, und mir jemand dann trotzdem erklärt hat, wie man die Runen benutzt. Ich will einmal kurz gucken trotzdem. Ich habe jetzt 6 Estus und dieses Special Estus und habe jetzt ein besseres Estus. Oder Flask, ihr wisst schon, was ich meine.
Und hab mehr Stärke. Warum nicht? Ach, der steht da schon da, klar. Das war der Schnelle. Tot. Eines verzögert an. Macht zu wenig Damage, ne? Macht zu wenig Damage. Ich mache hier zu wenig Damage. Dauert einfach zu lang. Aber dauert ein bisschen okay gerade eigentlich. Ah, das ist eine 5er-Kombo oder so, ne? Aber irgendwie so schlecht läuft es auch nicht, ehrlich gesagt. Ach, schon ein bisschen Panic Roll sie, aber. Okay. Ein guter Dodge. Ah, okay. Ah, ich lerne schon seine Moves gerade ganz. Oh, jetzt kommt er mit dem Scheiß. Immer wenn ich R2 machen will. Egal, komm mal. Haben wir noch das andere Estus? Warte mal, ist das sogar machbar gerade? Warte mal. Big Boy Waffe. Die Dodges, Alter. Ah, ich hab's schlecht. Ich gehe da noch mal rein. Das ist doch machbar tatsächlich. Ich hätte es nicht gedacht, dass der schon machbar ist. Nee, das müsste eigentlich gehen. Also jetzt nicht einfach. Aber mit diesem anderen. Ding da im Hintergrund? Vielleicht jetzt mit diesen Summons? Also das habe ich ja noch nicht gemacht, aber das muss ich ja irgendwie machen noch. Ich könnte aber... Was ich nicht verstehe ist... Doch, guck mal, ich kann die ja auch benutzen jetzt im Kampf dann. Schild brauche ich eigentlich gar nicht einfach, ne? Dafür. Ich kann mir vorstellen. Ich weiß noch nicht, ob ich den auf Nahkampf mache oder nicht. Und ob, wo ich hinrolle, ist auch noch ein Mysterium. Fall doch runter, du Arsch. Ja, da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen, aber der sieht cool aus. Der ist ein geiler Boss, Alter. Das vorhin war besser, ja. Das vorhin war besser, das stimmt. Das hast du gut beobachtet. Nee, ich glaube, das ist Make It or Break It Boss, oder? Kriegen wir schon hin. Aber habe ich überhaupt gute Sehen gehabt? Das ist der Schnelle, da muss man aufpassen. Ach, der kommt auf einen zu dann. Ah, der haut mit dem Schwanz auch noch zu. Lelek.
Guter alter Oldschool-Stream eigentlich heute hier, Leute. So wie so am Anfang, als ich angefangen habe. Clueless Dani plus. Ja, genervt sein noch ein bisschen. Im Spiel. So wie ich so viel noch nicht verstehe. Zu früh. Ja, war okay. Gut. Ah, diese Schnelle, Alter. Zu viele Panic Rolls, Alter. Oh, ich wollte ihn von unten in der Luft. Ah, ja. Was ich lese ist, spielt Dani ohne die Geister? Also das war jetzt nicht böse gemeint. Das war jetzt wirklich alles cool. Finde ich ja eine berechtigte Frage. Ja, du bist neu hier. Ich raff noch nicht, wie man die Geister benutzt. Aber wir wissen es, glaube ich, so halb. Ich muss irgendwie nachts in irgendeine Kirche. Warte mal, ich mache das jetzt einfach und mache danach den. Gehe danach nochmal hin. Versuch das mal mit den Dudes. Einfach will ich auch mal ausprobieren. Warte mal, wie mache ich das nochmal? Pastime geht an den Teilen hier, ne? Warte mal. Ne, ich habe eine Idee. Wir machen es so. Wir machen es anders. Ich gehe schon mal dahin. Karte, genau. Dann ist das, glaube ich, die eins der ersten. The first step, glaube ich. Church of LA. Da. So, dahin. Dann mache ich jetzt, dass es nachts ist. Aber wo stand das eigentlich? Hier ist ja eine. Aber irgendwie nehme ich das nicht wahr als eine Kirche, weil das hier einfach eine Ruine ist. Naja. So, hier ist, okay, das ist jetzt spannend. A pleasure to meet thee, Tarnished. I am the witch Renna. I'd heard tell of a tarnished hurtling about atop a spectral steed. And upon looking into the matter, the talk, I surmise, is of thee. Thou art possessed of the power, no? Welcher Dialekt? Mittelalter. Oh, Torrents runterladen, ne? Macht ihr natürlich nicht, ich auch nicht. Natürlich verboten. I can call Spectral... Was? I cannot call... I don't know! I can... As I had hoped, I was entrusted this for thee by Torrents' former master. E-Donkey. Okay, wir haben eine Bell bekommen, Leute. Das erinnert mich doch stark an Bloodborne, eine Bell. Erstmal. Damit können wir vielleicht jetzt die Sachen rufen. Mhm. As they recall battles past, now it is thine to do it as thou wishest. Ich frag mich echt, wie die das machen. Also gehen die wirklich davon aus, dass es jeder einfach irgendwie checkt? Wahrscheinlich nicht, aber... Naja, ist ja auch jetzt egal, ich hab's jetzt. Ich brauche mal ein Kinder-Country, ganz schnell. Moment. Hab ich grad Bock drauf.
Nee, doch kein. Doch kein Kinder Country. Ich hab die jetzt, probiere ich jetzt mal. Die habe ich irgendwie. Die haben mich neulich angelacht. Angelächelt. Haribo Hey Kakao. Und jetzt gerade, wo ich sie so sehe, mache ich mir Sorgen, weil ich dachte eigentlich, das ist Cola. Also ich dachte, das ist Cola. Warum ist das so krass hell? Warum tut das so spiegeln? Guck mal hier. Ich dachte im Laden, irgendwie komischerweise, das ist Cola. Jetzt, wo ich gerade drauf geguckt habe, merke ich, das ist eventuell vielleicht einfach Kakao. Aber das heißt ja auch, hey, Kakao. Und jetzt bin ich sehr skeptisch, weil jetzt schmeckt es vielleicht so nach so Milch. Hölle, das riecht so krass nach so Kakaomilchpulverzeug. Probier jetzt trotzdem ein. Oh. Oh, das riecht wie Monte oder so. Die sind weich. Ich dachte, das ist Gummi. Nee. Das ist so. Das hat so eine Konsistenz von so Marshmallow-mäßig, aber nicht so, dass es so wiedergibt. Nicht kauig. Das ist halt wirklich so. Das ist wie so Schokolade eigentlich eher, aber ich erwarte halt von Haribo eher so Haribo-Zeugs. Oh, nee. Das ist nicht für mich. Haribo macht Kinder froh. Naja. Ja, aber den Donny nicht. Heute. Andere Produkte, ja, aber nicht das. Nee, das ist nicht meins. Bah, uff. Das war sehr enttäuschend. Ich habe wirklich gedacht, weißt du, ich dachte, es ist so Gummi. Naja. So, Freunde, ich habe jetzt dieses Ding. Forgive my intrusion. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the tarnished tire of obeisance to the two fingers? Okay. Gut. Ja, ich glaube, es war okay, dass wir heute mit Backseat Gaming ein bisschen das gemeinsam gemacht haben, weil das hätte ich safe nie rausgefunden, beziehungsweise vielleicht durch Zufall irgendwann. Es wäre nicht mal nachts, oder? Also ich sage mir nicht, wie nachts aus, sondern jetzt schon. So, was kann ich jetzt hier noch machen? Nix, ich will jetzt das mal ausprobieren. Gehen wir nochmal zu dem Boss. Hey, ich will hier... Wie war das nochmal? Hier kann ich doch auch ab... genau, Use Smithing Table. Habe ich nicht genug Seelen. Okay, ich würde es gerne einmal upgraden. Habe ich nicht irgendwie noch... Nee, was war hier? So ein Dingens? Nee. Ich habe nichts zum Poppen, oder? Könnte ja auch noch sein, dass ich ein Item nicht kenne. Was auch zum Poppen? Nee, ich glaube nicht. So, das ist... Das check ich auch noch nicht, das... Ist das so wie so ein Resin oder so? Also das macht man halt... Nee, da steht ja Craftable Item. Craftable Item... Nee. Das heißt ja nur, das Item kann man herstellen. Das ist auch... Habe ich auch noch nicht gleich. Wie viel los jetzt? Wir machen schon 2,5 Stunden, ne? Egal, komm, wir machen auf jeden Fall noch einmal... Gehe ich nochmal zu dem... Boss, aber ich würde... Warum habe ich keine Seelen mehr jetzt? Mann. Ich hätte gerne noch 300 Seelen, ey. Die können wir doch schnell mal farmen, oder? Damit ich mir das Level noch leisten kann. An welchen Tagen streamst du Gran Turismo? Ich habe keine festen Tage. Vielleicht morgen. Sogar immer, wenn ich mit links schlagen will, rennt mein Pferd rechts vorbei. Das passiert mir die ganze Zeit. Wie viele Seelen gibst du eigentlich, Kollege? 64, ja, okay. Underwhelming. Golden Rune habe ich jetzt gerade aufgehoben. Viertel Elfe, Leute, Butter. Das ist verboten. Solche Uhrzeiten bei mir anzusagen, ist verboten bei mir.
Viertel-Elfe. Nee, da gibt's auch schnell mal ein Timeout, ganz ehrlich. Hier schreit irgendjemand. Was passiert hier? Wer hat denn da so geschrien? What the fuck passiert? Der hat mich... Was? War ich das oder der? Sind das die Dinger, die diese Geräusche machen? Ja, ne? Ja. Gut, nun. Ich glaube, jetzt haben wir die 300 zusammen. Geht noch schnell. Wer schreit denn hier so? Ach, die Dudes. Achso. Ich habe das nicht gecheckt. Sorry, guys. Passion of the Christ Style oder was? Die leiden voll. Kann ich die nicht retten oder so? Okay, die leiden. Die leiden hart. A message. Warum schreien die schreien voll krass? So, ich pop jetzt mal die Dinger. Dann habe ich wie viel? 400. Okay, wir machen jetzt also folgender Plan. Ich gehe jetzt mir einmal noch leveln das Schwert. AKA einen Satz nochmal neu anfangen. Ich gehe mir jetzt einmal nochmal das Schwert hochleveln. Und dann gehe ich nochmal zu dem Boss da. Und dann mache ich noch 2-3 Tries und dann ist es für heute mal gut. Ich versuche es aber auch mal mit diesem Summoning jetzt gleich da oben. Ja, weil ich habe so das Gefühl, was ich jetzt so wahrnehme, ist, dass es jetzt nicht irgendwie so wie, wenn man jetzt Leute summont, so wie, weiß ich nicht, Solaire oder Leute online, sondern ich glaube, das ist vielleicht einfach eine wirklich... eine Game-Mechanik, die wichtig ist, die dazugehört einfach. Jetzt haben wir schon Breitwert plus 3. Die einfach sozusagen vielleicht auch, ja, also die halt einfach mehr dazugehört, wie jetzt. Ich setze mich, es ist so krass Gewohnung, dass ich mich immer hinsetze zum Reisen, Leute. Das wird noch eine Weile so gehen. Es ist einfach so Gewohnung. Ich finde das immer noch so krass, dass man einfach so hier schon teleportieren kann. So, das war doch hier. Castle Tunnel. Genau. Okay. Und jetzt lege ich mir das auf jeden Fall gleich irgendwie auf die Pouch. Boah, ich habe immer noch diesen Geschmack von diesen Kakaodingern im Mund. Ey, geht gar nicht. Hey, Donny, stabiler Bart. Naja, ich habe irgendwie einen komischen Bartwuchs schon immer, aber danke. ich muss gerade mein Handy schauen. Wir haben Leute geschrieben. Luffy unter anderem. Ja, gratuliere, Luffy. Nice one. So, jetzt nochmal rein jetzt hier. Okay, also ich meine solche Summons. Das finde ich irgendwie was anderes. Das würde ich jetzt nicht so gern machen. Habe ich aber auch schon gemacht. Würde ich auch irgendwann auf jeden Fall hier mal ausprobieren wollen bei irgendeinem Boss. Aber jetzt frage ich mich, wo lege ich die Scheiße jetzt hin? Das muss ich nämlich auch erstmal noch lernen. Ich lege es jetzt einfach mal hier drauf. Nee, geht ja nicht. Das muss man woanders drauflegen. Nee, warte. Jetzt habe ich es ja da drauf. Und jetzt, wenn ich nach rechts drücke, dann müsste es doch eigentlich klappen. Wenn ich es richtig verstehe. Aber warte, ich muss es erst richtig belegen. Was will ich denn eigentlich von denen haben? Nochmal, warte mal. Oh, ist alles so... ist nicht so einfach alles, ey. Jetzt ins Pouch nochmal rein. Wie komme ich darüber so? Jetzt habe ich da Baldurman's Blessing, das will ich da nicht her haben. Ich mache Switch. Und mache jetzt hier, mal gucken, was die so haben, drauf haben. Summon 5 Wandering Noble Spirits. Noble Sorcerer Spirit, das kann gut sein. Dann haben wir noch so einen Jellyfish. Soll ich die einfach alle mal machen und so ein bisschen durchbringen? Was kosten die? FP wahrscheinlich, ne? FP kostet? Ne. Doch, steht da gleich da, warte mal. Es kostet FP. Ah, gut. Also, kann vielleicht geil sein, aber vielleicht auch...
Kosten. Ja, wir können es ja. Ich kann ja einen nach dem anderen mal probieren. Das ist, so ist ja eigentlich auch so. Vielleicht muss man so denken. So, geh mal rein. Und dann probiere ich es einfach mal raus. Geil! Ich habe mich daran erinnert, dass man da nach vorne. Okay, das sind aber so Billo-Minions. Jetzt muss ich aber erstmal dazukommen, weil jetzt sind die abgelenkt. Jetzt kann ich aber nichts mehr machen, oder? Kann ich nur die machen? Ist ja geil. Die lenken den ab. Okay. Verdorscht. Aber wieso kann ich jetzt die anderen? Ich habe doch noch die Pferde. Kann ich die jetzt noch nicht machen? Nicht genug FP? Muss man. Ist das ein Cooldown? Nach vorne dodgen, genau. Ja, zur Seite, da kickt er mich jedes Mal. So, warum kann ich jetzt die nächsten nicht machen? Kann man die nur einmal machen oder so? So, ein starker Dog. Also langsam wird es besser gehen. Oh, das war eigentlich gut gedodged, der erste. Der erste Dodge war super. Ich habe noch 4 Estes und mit dem anderen noch 5. Zieht da auf einmal so ein Pferd raus, hat er vorher noch gar nicht gehabt. Okay, also, was ich jetzt nicht verstanden ist, warum kamen jetzt. Ich konnte einmal diese Dudes, die Minions, machen. Und ich hatte noch ziemlich viel FP. Warum konnte ich dann nicht noch ein anderes machen von denen? Ich mach mir auf jeden Fall andere drauf diesmal. Remove, so geht's schneller. Nochmal jetzt was rein da. Jellyfish. Das habe ich irgendwie Bock drauf. Das war irgendwie was, das Seltenste, was ich bis jetzt gefunden habe. Ich mach das jetzt, versuch's einfach mal mit. Kann man wirklich pro Kampf nur einmal? Also, das weiß ich ja nicht. Yo, Florentin, danke dir für den Raid. Sau lieb. Cool, dass ihr hier seid, Leute. Ich bin gerade am. Ja. Und zocken halt, ne? Vorwärts Dodge, jawohl. Seite, jawohl, nice. So, ich mache das Ding jetzt mal. Ich muss aber immer mich daran erinnern, wie ich an die Pouch komme. Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt go. Nee, da doch. Achso, dafür braucht man ein bisschen Zeit. Let's go, Jellyfish oder was? Was machst du? Bist du geil? Fucking Jellyfish. Oh, der ist aber abgelenkt. Oh, geil. Was hat, das macht den irgendwas, irgendein Zauber macht. Ey, liebe Jellyfish, Alter. Jellyfish ist mein Freund. Noch R2, R2. Nochmal R2. Gierig. Okay. Ah, Dodge. Oh, läuft doch! Ey, Jellyfish ist der Shit, Alter. Scheiße. Vorwärts dodgen. Seite. R2. In den Arsch! Gut, schieße. Scheiße. Ah, jetzt haut er nach hinten blind, oder was? Ah. Jetzt! Tot. Not yet. Jellyfish, Alter.
Oh, der Dodge war schon nice, Alter. Fuck! Oh, da gibt's einen Fisch. Aber der ist gleich tot. Oh, Jellyfish Whip. Ah, jetzt haben. Das würde mich schon wundern, wenn wir das jetzt schaffen. Ja, aber trotzdem, wir bleiben dran. Oh, der ist schnell. Come on! Oh. Nein, ey! Boah! Wow. Wow. Okay, neue Taktik mache ich nochmal. Und zwar den Jellyfish später. Nochmal übrigens, vielen Dank an Florentin Will für diesen Raid. Fantastisch. Freue ich mich. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Schön, dass ihr hier seid. Ich denke mal, was hier gerade passiert ist, klar. So, ich mache nochmal. Gibt's noch ein. Ey, ich fand irgendwie jetzt den. Jetzt finde ich richtig geil, Mann, diese Fische und so. So, was macht. Vielleicht kann man hier noch mehr Infos kriegen. As Floating Spirit illuminates its surroundings. Prone to tears, the Jellyfish Girl searches for her distant home. Ey, kann das sein, dass mir das gerade vorgekommen ist, so als würde auch ein kleines bisschen die Performance einbrechen, weil es gerade etwas viel war mit der Qualle und allem? Ich habe gerade ein kleines bisschen Gefühl gehabt, dass ich ein paar Frames verloren habe. Das mit meinem neuen PC. Macht mich stutzig, ja? Ich probiere mal die Wölfe diesmal. Ich kann mir vorstellen, die gehen einfach auf. Das kenne ich so ein bisschen von Diablo und so, ne? So ein bisschen so ein Diablo-Ding. Weißt du? Warst du irgendwie als dein Paladin oder so hast, so deine Zauber, wo du losschicken kannst? Framedrops sind ein generelles Problem. Okay, es kann also auch sein, dass es am Game liegt einfach. Wie viele Stunden hast du grob gespielt, fragt Quemist. Nicht so viel. Wir haben jetzt, glaube ich, vielleicht 7 Stunden. Okay, also nochmal rein da. Und ballern. Wir haben ja noch den Heal und so, das darf ich auch nicht vergessen. Das müsste eigentlich gehen. Da muss man halt mal ein bisschen eine Sekunde Zeit lassen, der Kollege hier. Ja, da vergesse ich immer den seitlichen noch. Die machen halt trotzdem kaum Damage, ne? Das ist halt Ablenkung einfach. Ne? Oh. Es ist wie scheiße, wenn er sich da auffällt jetzt. Ich hab's mal genutzt diesmal, den scheiß Repost. Nice. Okay, wow. RIP Hunde, Alter. Komm, da macht er einen Step Back. Das ist so. Mach doch. Mann, warum schlägst du nicht? Was ist das? Warum schlägt er nicht? Hey, das ist doch so lächerlich, Mann. Das ist lächerlich. Ich krieg keinen Schlag mehr rein, Alter. Sekunde. Vorsicht. Jetzt macht er einen Hüpfer jetzt, oder? Mann, jetzt. Ah, Rolle und R2. In der Nasch. So, R2. Ach komm! Uhuhuhuhu.
Ach komm, laber doch nicht, ey. Ja, gut, ich meine, come on, Marge, du. Du alter Sack, ey. Ist aber machbar auf jeden Fall, also. Aber da muss schon alles passen, ey. Ich bin da schon am Limit gerade mit den. Also, ich spiele da schon gerade. Ja. Didn't want to flex, but flexing. War schon gut gespielt gerade. Warte mal nochmal. Aber die Hunde waren es nicht für mich. Ich will noch einen ausprobieren. Noble Sorcerer. Irgendwie habe ich auf den Bock. So jemand, der so noch zaubert oder so. Vielleicht hat er irgendwie. Was teilt er was aus oder so? Aber mit rudimentärem Zauber steht hier. Also ich, mein Ding ist immer, ich muss hinkriegen den hier mit R2 und dann manchmal ist es ein Crit oder wie heißt das, keine Ahnung, so eine Art, dass es halt ein Riposte erzeugt und den habe ich jetzt auch mal geschafft zu nutzen, das wäre natürlich geil. So ganz gerafft habe ich aber auch immer noch nicht, wann da jetzt genau ein Riposte kommt, ob das ein Backstab ist oder so, Stagger, I don't know. Zu knallen. So, nochmal rein. Das war nicht gut. Ja. Die Qualle war schon irgendwie am geilsten, ne? Ich glaube, ich mache echt die Qualle nochmal. Ich glaube, ich mache echt tatsächlich die Qualle nochmal. Irgendwie war die Qualle am coolsten. Damit kam er auch irgendwie am wenigsten klar, habe ich das Gefühl gehabt. So tankmäßig, ne? Die Qualle ist halt da und dann muss er sich darum kümmern. Langsam sein Moveset, aber der erwischt mich fast immer. Da muss ich noch ein bisschen warten mit meinem zweiten Dodge. Bei erste Phase Moveset habe ich echt raus mittlerweile. Ich tue noch, glaube ich, zur falschen Seite immer noch dodgen oft. Ich wollte eh nochmal von vorne. Ich glaube, das ist der Klassiker. Man muss auch immer überlegen, wo er seine Waffe in der Hand hat. Und das ist dann nicht nur das Timing, sondern in welche Richtung man rollt. Glaube ich, tendiere dazu, zu oft nach rechts zu rollen, so aus Gewohnheit. Ich glaube, manchmal ist nach links dodgen besser. Du brauchst Loom, Donny. Ja, ich habe immer noch diesen fucking weirden Debuff oben, wo ich immer noch nicht weiß, was der ist. Na gut. Da oben das rote, da unten Pfeil. I don't know. Komm, schmeiß deine Messer. Nee, der ist gut. Ja, immer zu früh mit dem zweiten Dodge, du dreckiger Kuchen-Donny, ganz ehrlich. Jelly hält echt was aus, merke ich gerade. Mann. Ist auch schlecht von mir gerade gewesen. Generell, der Try ist nicht der beste gerade. Wer zu. Sloppy. Mach den Hüpfer, komm. Jetzt schnell, ja.
sich, aber der gibt gar nicht so viel. Aber ein bisschen Pause halt. Scheiße. Oh, komm, ey. Jelly for the win, Alter. Dreht er sich so schnell jetzt? Wieso dreht er sich um? Der war beim Jelly, Mann. Mein bester Trap ist heute drin. Ja, trau dich mal, Sack. Komm her. Das nix mal jetzt, ha? Huh? Wäre noch ein Schlag drin gewesen, scheiße. Die haben den schon ordentlich schwer gemacht, diesen Boss. Sieht gar nicht so schlecht aus, gerade. Don't jinx it. Let's go! Ja, come on! Paar Schläge noch, Leute. Paar Schläge noch. Jetzt hab ich ihn! Fick dich! Ich hab ihn! Ja! GG, Alter! Great enemy felled. Okay, wow. Nice. Of the night, the hands of the fell omen shall brook thee no quarter. Okay, wow. What the fuck? So that happened. Ich bin zufrieden. Ich glaube, war nicht schlecht gespielt. Auch mit unserem Level und so. Tendenziell so gefühlt noch ein kleines bisschen underpowered. Mit gut sitzenden Dodges ausgeglichen sozusagen. Den Jellyfish, da haben wir ein bisschen Glück auch gehabt. Der hat sehr lange überlebt. Aber Jellyfish und so, geil. Also das ist auf jeden Fall die das war jetzt so ein bisschen, glaube ich, meine Folge heute, meine Session, wo es so ein bisschen deutlich Klick macht in einigen Bereichen. Habe ich das Gefühl. Mit welchem Controller spielst du? Ich spiele am PC mit einem Xbox-Controller. Mitarbeiter des Monats Jelly. Jeden. Ich überlege gerade, wie viel ich gerade bekommen habe. Warte mal, 12.000. Nee, noch kurz, genau. Ja, allzu viel labern will ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, die beiden Sachen heute war wichtig zu lernen mit den Summonings. Und dann ein paar andere Sachen haben wir auch noch gelernt. Nice. So, erstmal leveln. Ich würde gerne mal Stärke auf 16 bringen, weil das, glaube ich, erstmal so ein Grundwert ist, wo man einige Waffen sozusagen, habe ich schon ein bisschen gelurkt, schon gesehen, dass einige Waffen so bei 16 oder Schilde und zum Beispiel das andere Schild war auch 16. Vielleicht können wir das jetzt benutzen. Oh, confirm, wer kann eh nicht mehr. Aber hey, cooler Boss, Alter. Cooler Boss, also sehr gut gefallen, so vom Movement, auf jeden Fall super schwer, also keine Diskussion, super schnell dann diese auch diese Verzögerungsattacken gemischt damit und so. Geiler Boss. So, ich geh jetzt noch einen Ticken weiter hier. Einfach, weil ich Bock hab. So, geht's jetzt schon los? Sind wir jetzt hier in diesem sagenumwobenen Stormvale Castle? Was? Hm. Hatte ich hier eigentlich noch Seelen lang, ne? Nee. Warte mal, ich kann nicht mehr leveln. Ah doch, warum hatte ich denn gerade gedacht, ich kann nicht mehr leveln? Wir machen nochmal den Rest in Wit rein, ja. Zwei noch in Wit. Irgendwie hatte ich vorhin gedacht, da war was rot, ich konnte nicht mehr leveln, aber. Ja. So, jetzt geht's hier weiter. Cool. Ist aber auch so eine typische dritte Session bei mir oder so mittlerweile. Vorhin gab es noch Diskussionen. War ich auch leicht genervt von Chat und so. Aber gut, das ist halt manchmal so. Aber ich glaube, es kam eher daher, dass ich halt selber ein bisschen innerlich frustriert war, dass ich jetzt so viel halt noch nicht verstehe und tendenziell ein bisschen länger brauche, um Sachen zu verstehen. Aber dann ist auch typisch, dass genau in so einer Folge halt dann einfach so ein Boss gelegt wird.
Und dann ist bei mir meistens so der Moment, wo es wirklich Klick macht und ab dann geht's richtig los erst eigentlich. Sekiro war ähnlich. Bloodborne war ganz ähnlich. Da habe ich auch super viel gerafft am Anfang, nicht gerafft. Und da gab es dann natürlich auch die Schlaumeier, die davon genervt. Ach, ihr wisst ja, wie es ist. Aber jetzt habe ich es. So, weil hier ist ja direkt nochmal ein Side of Grace. Ist das ein NPC oder was ist da noch hier? Das ist doch einer, oder? Nee. Cool, hier geht's runter auch und so. Ich habe noch ein bisschen Respekt davor, jetzt irgendwie direkt hier reinzugehen. Aber es sieht ja mega cool aus, das Schloss auch. Was geht? Da ist was. Seele. Let's go. Summoning other players. Okay, das ist so ein... Okay, das ist eine Erklärung einfach, oder? Use for calling finger. Gold signs indicate an ally. Red signs indicate adversary. The multiplayer season will be over. Okay, das ist alles Zeug. Das ist jetzt noch nicht für mich relevant. Ich bin nicht so der Online-Spieler. Weiter geht's. Hier könnte ich natürlich auch lang... Oh, hier haben wir zu viele Optionen, ey. Ich guck mal, kann ich die Tür... Wahrscheinlich kann ich die gar nicht erst aufmachen. Kann doch links rein, ne? Why is it always door? Ich muss eigentlich auch mal was schreiben. Ich habe noch gar nichts geschrieben. Try... Actions. Try... Crouching. Ist doch ein bisschen lustig wenigstens. Versuch dich da drunter zu kommen. So, mach das jetzt. Try crouching. Ist ein bisschen lustig. So im Sinne von, dass wenn man jetzt hier so runter ist, man da durchkommt. Ich werde, irgendeiner macht's, ist schon geil. Irgendjemand macht's vielleicht wirklich. Der sitzt hier, okay. Ich glaube nicht, weil an der Stelle hat man ja den Boss da schon gemacht, dann wird man schon ein bisschen was wissen. Come over here, would you? You're tarnished, aren't you? I glaub schon. Advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. Demon Souls vibes. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. No, at least you are very well. Der sieht auch sehr creepy aus, der Kollege. Yes, that's the spirit. Ich dachte gerade, der hat einen Ghetto-Blaster. You're just the kind of tarnished that I like. I pray for your success. Guck mal den Hals an. Okay. Use that opening to breach the castle. The guard. You'll slip right inside undetected. Achso, das hat sich jetzt wieder wiederholt. Okay, gut. Was ist hier los? Still no legs, if I only had legs. Das raff ich auch immer noch nicht. Golden Rune, okay. Also quasi, sind halt Shinies quasi, oder? Das fand ich irgendwie cooler, wenn es irgendwie hieß Large Soul, the Brave Warrior oder sowas. So, jetzt müssen wir natürlich ans Hüpfen erinnern, ne? So, das hat er uns ja gesagt. So, okay. Das habe ich jetzt auch gesehen bei dem weißen Typ da. Okay, aber hätte ich jetzt hier versehen. Rune Fragment. Goal. Man muss sich immer wieder dran erinnern, dass man hüpfen kann tatsächlich. Ich vergesse das die ganze Zeit eigentlich so. Das sieht verdächtig aus. Hm.
Die Frage ist jetzt schon da runtergehen oder nicht? Ja, komm mal, let's go. Sehe ich cool, wir sind so richtig so im Hinterhof über die Mauer. Kenne ich von früher, als ich noch klein war, also wir so mehr so Stress gemacht haben in der Nachbarschaft. Man so, weiß ich nicht. Wo man so Lager gebaut hat und sowas. Ist denn, hat ja auch immer ein Alter. Da ist man auch manchmal bei den Nachbarn über die Mauer geklettert. Da hätte ich zum Beispiel auch einen Jumpen und Schlagen probieren können. So, hier geht's lang. Das ist noch so ein Rabenmann. Ich guck mal hier rum. Vorsicht! Oh, ei. Der ist doch wie verdächtig. Okay, gut. Das ist schon geil mit dem Hüpfen und so. Das ist sehr nonlinear. Man weiß halt, man hat so viele Möglichkeiten, wo man lang geht. Ich könnte da durch. Ich könnte aber hier hinten rum auch. Dann hat man tendenziell im gleichen Bereich, glaube ich, da oben. Da sehe ich schon, da hinten, ein Arschloch. Okay, das ist schon mal gut, Side of Grace. Oder warte mal, ist es das so? Ne, wir waren da noch nicht. Ich glaube, man weiß immer, man war noch nicht, wenn das noch so golden glüht, ne? So habe ich es gerade zum ersten Mal jetzt realisiert. Weil hier ist doch so ein goldener Glow drumherum. Ich will einfach erstmal den Dings machen. Ich mach das mal wieder an, ich weiß zwar nicht. Immer noch nicht was zu bedenken. Ich hab's Gefühl, ganz am Anfang war das eher für was anderes gedacht. Da hat man das aktiviert. Wie so eine Art Checkpoint, aber jetzt ist das für das Summoning. Vielleicht ist es beides. Ich guck nochmal ganz kurz hier durch. Hier bin ich gelandet, ne? Da kam nochmal der Vogel. Scheiße, das war jetzt nicht so gut. Die ist aber so nervig, ey. Dieser Gegner. Sau nerviger Gegner. Stormhawk Feather, aber das ist vielleicht gut. So, nochmal hinsetzen und dann geht's da hoch, Leute. Dann geht's Richtung Schloss. Das kennt man ja übrigens aus dem... Das kennt man aus der... Nicht Gamescom, wie heißt das nochmal? Als die so das Spiel vorgestellt haben, ne? Da hat man das gesehen, das weiß ich noch. Diese Stelle. Oh Scheiße, der hat Alarm geschlagen. Oh shit. Das sind aber irgendwie zu Big Boys. Oh, die haben sich selber gekillt, ne? Wow, okay, die sind schnell und aggro. Nochmal. Alarm! Alarm! Cool, die sehen aber auch cool aus. So ein bisschen wie so die Unsullied-mäßig, ne? JRR, hast du da auch wieder? JRR! Ah, ah, ah. Du hast das Zauberwort nicht gesagt. Ah, ah, ah. JRR. ich weiß, ein paar Leute werden, ganz wenige werden, aber jetzt haben diese Referenz verstanden gerade. Ah, ah, ah. Du hast das Zauberwort nicht gesagt. Ah, ah, ah. So, schleichen. Oder tut er schon? Okay. Ich versuche aber das, was ich gerade machen wollte. Nee, oh shit. Das wollte ich nicht. Mann, ich will das. Die Stance wechseln. So. Und zwar wollte ich das hier machen. Tschüss. Ich habe nichts zum Schmeißen, nichts zum Schießen. Richtig, Jurassic Park. Sehr gut. Ah, die gehen ja drei Schläge. Easy peasy. Aber die sind schnell. Schnell pilgern, bevor es runterfällt. Exile Hood. Nice. Ist das geiles Spiel, Mann, ey. Boah, guck
guck mal, wie wir aussehen. Ey, wir sind so scheiße aus. Wir hätten dort noch vielleicht doch ein bisschen. Aber kannst du ja ändern. Fällt mir gerade wieder ein. Oben. Be wary of up. Nee, das ist eine Falle hier. It's a trap. Was willst du, Timo? Wieso bitte? Hä? Hab ich nicht. Ich glaube schon wieder die Hälfte vom Thread nicht. Fucking nerd, irgendwas ist da faul. Boah, ey, was, wie gut die treffen, ey. Ich will das Item aber trotzdem holen. Ich bin gierig auf das Item. Ich schnapp mir das jetzt. Boink. Tschüss. Oh, hier ist was. Nee. Was steht da? Toll. Could this be precious items? Something incredible? Ja, Schwein. Das war der Troll. Der hat es extra da hingelegt, damit die Dinger da drüber wieder entstehen, die Fässer, dass es aussieht wie ein Shiny. Schwein. Da ist ein Park anspielen, weißt du? Hm. Oh, vielleicht muss ich das auch mal wieder gucken, ey. Ah, ah, ah. Du hast das Zauberwort nicht gesagt. Ah, ah, ah. Alter, Wolverine, oder was? Kann ich noch nicht benutzen, wie viel? Dex 14. Oh, ich merke gerade, ich kann das Lance Sword jetzt ja benutzen. Das hat jetzt aktuell schon mehr Damage als meins und mehr Crit. Guten Morgen. Neues Schwert, hallo. Was hat denn er für ein Dings? Ne, was macht das? Stomp, Upward Cut. Ohohoho. Ja, ich sag mal, Mama, hey, ja, Mama, hey, ja, Mama. Hey, ja, Mama, hey. Just carry it out, Mama. Mama, hey. Just carry it out, habe ich gerade eine Fat Roll eigentlich? Oh ja. Scheiße. Muss man auch drauf achten, ne? Schnell erledigt. So, warte mal. Haben wir noch was anderes, was ich vielleicht mal hier schon mal hier irgendwie geil. Habt ihr vielleicht mal gerade gesagt, haben wir mehr Poys? Poys, Boys. Poys, Poys, Poys. Nö, nee, ich mag mal. Ich mach mal einen Aufblick. Wo mag ich? So. Jetzt haben wir wieder eine Fast Roll und das neue fette Schwert. Wir haben ja 16 Stärke jetzt. Dann schauen wir doch mal. Oh, da sehe ich doch die Fässer. Haha! Ich sehe doch, der schmeißt da oben. Das Schwein und da sind überall Explosivfässer. Was ist da los? Was ist da los? Das war die erste CD, die ich eh gekauft habe. Welche? Boys, Boys, Boys? Oder Hey Hammer. Rednecks. Geil, wie ich den Song lieber so nenne, als statt das Spirit of the Rock. Hey Hammer. So, Leute, jetzt ist hier mal gar nicht so einfach. Die schmeißen ja und schmeißen ja. Und die haben voll den weiten Wurf. Raffi, ey. Danke für den Prime Sub. Herzlich willkommen. Komm dazu, wir chillen. Elden Ring und Chill. So, ich weiß gar nicht, wie ich hier weiterkomme, weil die sind ja ganz schön, sagen wir mal, die treffen gut. Wollen wir vielleicht so machen? Schnell rennen jetzt. Oh, jetzt! Bit! Ach, scheiße, ich hab's nicht richtig getroffen. Ich kenne die Waffen noch nicht so gut. Oh.
Nee, warte, wie muss ich es machen? Ich muss so machen und dann muss ich nochmal R2. Ja, so, das hätte ich, wollte ich, hätte. Boah, ja, wisst schon, was ich meine. Das wollte ich gerade machen eigentlich. Oh, hier sieht es aus wie ein Geheimnis. Kann man das vielleicht. Und dann. Nee. Yasu Gamer, auch an dich. Ein Dankeschön für den Prime Sub. 18 Monate. Welcome back. Da sind Shinies. Das interessiert mich. It's locked. Immer nach oben gucken, ne? Drawing Dagger. Hm. Könnte natürlich auch sein, dass die gut sind in dem Game. Ich habe die jetzt bei anderen Souls Games nie benutzt, weil ich immer dachte, fand die sind ein bisschen schwach. Das Wesen-Item. Centrinus Arrows. Sind wahrscheinlich irgendwie so Arrows mit. Ach komm, den planschen doch schnell, ne? So. Plansch. Oh nein! Lock off! Oh, schnell aufgelockt. Nice. Plunging check ich noch nicht. Kann es sein, dass es Plunging nicht gibt? Au! Oh. Ich wollte gerade heilen! In der Ecke da. Oh nee, alles nochmal. Ich wollte gerade heilen in der Ecke. Plunge Attack ist Drop und R2. Okay, geht nicht mehr mit R1 oder was? Scheiße, ich hab's kommen sehen, aber ich war so klein in der Fläche. So, ich gehe da nochmal hin jetzt. Aber ich muss mich in die neue Waffe gehen. Was macht das genau? Das raff ich noch nicht. Drück es die weg. Das nimmt mir FP auf jeden Fall weg. Kuh ab, ihr Hübschen, was geht? Vielleicht diesmal schleichen einfach? Oh, der sieht mich doch eh, oder? Den hat's einfach komplett weggefickt. Lol. Lock off, bitte, lock off, danke. Okay, wow. Scheiße, 2000 Seelen weg. Oh, jetzt fängt's aber langsam an, zu frustrieren. Ein Try noch, Leute. Zu lang mache ich halt nicht mehr. Jetzt ist schon 11 Uhr. Ich muss auch mal Feierabend machen irgendwann, aber es macht ja auch Bock gerade noch. Aber ich merke schon, das ist jetzt so die. Das Schwert ist noch nicht gelevelt, ja. Vielleicht machen wir doch weiter ein bisschen mit dem Bitey. Da kenne ich das Move alles noch und dann Moveset noch und so und dann schauen wir mal. Aber es macht trotzdem. Dass es nicht gelevelt ist, ist nicht der Grund, dass es gerade nicht klappt. Es geht eher darum, dass ich das Moveset noch nicht so verinnerlicht habe von dem. Ich benutze halt gerne diesen, dass ich hier so warte, zweihändig. Ist sehr effektiv. Vor allem in solchen Gegenden hier, wo man so ein bisschen, wo es ein bisschen eng ist. Und dann kann ich die auch ganz bewusst finishen mit drei Schlägen. So. Jetzt gehen wir mal ein bisschen schnurstracks zu den Seelen hin, ha? Hier sind noch zwei Boys, das weiß ich noch. Die mache ich jetzt breit gleichzeitig, oder? So. Kann man nicht. So, die Feuerboys sollen erstmal die Fässer kaputt machen. Und dann kommen die runter, oder? Das sind gar keine Feuerfässer, fällt mir gerade auf. Der, ach, jetzt fällt mir auf, der sieht ja genauso aus wie der Typ, der unten mir gesagt hat, ich soll hier lang gehen. Hm. Scheint wohl doch kein cooler zu sein. Ich würde darüber hüpfen wollen. Seelen sind schon futsch. Ach stimmt, hast du recht. Stimmt, die Seelen sind schon futsch. Das stimmt. Hab ich verpeilt. Ja, umso egaler. Dann gehen wir jetzt hier weiter einfach. Ach, lasst doch mal eure Trollnachrichten überall, wo ich immer denke, da ist ein Shiny. Mann, Mann, Mann. Immer diese ganzen Trolle. Das nehmen wir uns natürlich nicht. Wette ich, ist ein scheiß Item. Okay, Golden Stufe 2. Kann man da drüber hüpfen? Ja, doch, klar. Ach, okay, gut. Ich hab's gerade mit Sprint gemacht. Einfach so aus intuitiv, aber vielleicht hätte ich es auch einfach so. Ja, ich hätte einfach ohne. Da kann man so hüpfen, ja. Hier ist irgendwas. Nee. Interessanter Helm von dem Dude vor uns da. Von dem Geist. Das hier?
Das erinnert mich ein bisschen alles an die in Dark Souls, Demon's Souls, das Schloss. Oh, hier geht auf sogar. Aber ich mache auf jeden Fall bis zum nächsten Side of Grace, Leute, und dann ist für heute gut. Hier sind sehr viele Blutflecke, das macht mich natürlich. Da ist doch irgendwas. Und guck mal, seht ihr da? Da seht ihr, wie der wackelt? Die Blutflecke sind sehr auffällig hier in diesem Raum. So geil, dass man. So geil, man sieht da hinten eine Truhe, aber man sieht auch ihn. Also alles sagt, komm da rein, aber auch so ein bisschen, komm nicht rein. Und ich bin ein Vernünftiger. Ne, es geht gar nicht anders weiter. Ja cool, dann gehen wir jetzt da rein. Frage ist, mache ich mich bereit zum Parryen oder mache ich mich bereit? Sah aus wie so ein Ritter-Dude. Ich glaube, ich mache mit zwei. Hey Leute, was bedeutet kein BSG? Mystical Crawler fragt. Das heißt Backseat Gaming. Also so sehr konkrete Tipps geben, ungefragt einfach in Chat drauf oder sagen, oh, jetzt kommt gleich der Boss oder eigentlich auch schon sowas wie, finde ich so, jetzt wird spannend. Jetzt passt mal auf, Leute, weil wenn ich das sehe, weiß ich halt schon, okay, jetzt wird irgendwas um die Ecke kommen. Was ich mal? Sowas. Okay, ich mach mal hier so. Scheiße. Tür zu. Ah, okay. Kollege ist schnell. Das ist ein richtiger Wichser. Das war klar. Wisst ihr, an wen der mich erinnert? So ein bisschen an Dark Souls 2, der Predator, so diese Predator, wie heißen die nochmal? Ich weiß schon, was ich meine, die so schweben. Da gehe ich nochmal hin. Aber der Weg ist. Nein. Wer ist denn die nochmal? Pursuer. Meine ich. Genau. Das ist aber eine ganz billige Tröte, so wie sie fucking vom 1-Euro-Laden. Oh, scheiße. Ciao. Ich habe seine Tröte gedisst. Und Karma hat mich bestraft. 1-Euro-Ladendritte. Bleib dabei. Dumm ist, dass man jetzt jedes Mal warten muss, bis diese Feuerboys da. Weathered Straight Sword. Noch mal lang da hoch muss ich, ne? Okay. Scheiße. Ach. Naja. Schöner Wandteppich. Ich glaube, ich mache den mit Schild irgendwie. Aber ich weiß nicht. Parry wird. Na, vielleicht. Naja, doch, zur Sicherheit. Ich mach mal. Ist jetzt wieder eine Cutscene?
Nee. Sehr dunkel hier. Schwert. Okay, der hat so ein fucking Tannenbaumschwert. Okay, ein Schwein noch. Aber. Ich muss kurz überlegen. Nee, ich bin ohne Schild gegen den. Ich versuche einmal, ob ich gucken kann, ob ich rushen kann überhaupt. Vielleicht kann man das ja rushen, tatsächlich. Und ich muss mir dann dafür jetzt jedes Mal. Aber tendenziell, erfahrungsgemäß, geht, wird rushen immer bestraft. Bei Swords Games. So. Ja, es ging schon schneller jetzt. Den Backstabben. Das ist halt fies, der Move, weil der tut mich staggern. Das war gut. Nice. Gut reagiert, schnell den Stab gemacht. Jawohl, Alter! Dritter Versuch, hau ab! Banished Knight's Greatsword. Mhm. GG, Chat, danke, danke, GG. Banished Knight's Shield auch. Okay. Jetzt können wir mal hier looten. Rusty Key, ja, da geht bestimmt in die Tür, die am Anfang war, rein. So, und hier war doch eine Kiste noch, ne? Curved Sword Talisman. Mhm. Wollen wir doch mal auschecken jetzt, ha? Zuerst mal das Curved Sword Talisman, will ich sehen, was das ist. Jetzt wissen wir auch zum Beispiel, was diese Ashes sind. Das ist schon mal geil. Also die, da wollen wir viele haben von. Vielleicht, ich überlege gerade, aber war kurz davor, im Kampf auszuprobieren, ob ich hier das hätte aktivieren können, aber ich war zu konzentriert. Weil es hieß ja, in bestimmten Bereichen kann man die benutzen. Wäre ja lustig gewesen, hätte ich jetzt die Hunde auf den losschicken können oder so. So, wo ist dieser Talisman? Hier, oder? Nee. Wo könnte das jetzt sein? Curved? So, da. Was ist das? Talismaner. Was ist ein Talisman? Talisman depicting a curved sword on a swordsman. Enhances Guard Counters. Aber wie? Wie setzt man die ein? It is said that a blind swordsman was young. Okay, das ist Lore. Talismänner, wo ich tue ich die denn Equipment-Talismänner?
Hier, okay, einfach dran. Ja, ich habe ja nur den. Ja, geil. Okay, alles klar. Ja, ja, Talismaner sind wie ringemäßig. Okay, got it. Ja, cool, unser erster Ring quasi, oder Talisman. Dann die Waffe will ich mal abchecken. Die sah schon nice aus, aha. Banished Knights, Greatsword, Stärke 17. Base Damage 142, Scaling D. Aber nur mal so, just for flex. Ach geil, guck mal, wie der so eine, wie so eine kleine, wie es sich so dreht am Ende, habt ihr gesehen, dieser kleine Twirl. Voll cool. Ah, der hat das gleiche Moveset wie das andere da, okay, warte mal, der hat wirklich das gleiche Moveset wie das hier. Okay, wir bleiben natürlich erstmal beim Brady. Gut, jetzt hier mal noch gucken, ob ich was erkennen kann. Es ist sehr dunkel hier. Ich würde eigentlich den Jellyfish hier, hätte ich dann summonen sollen, weil der ja auch leuchtet. Okay. So, den Schlüssel würde ich, das mache ich auf jeden Fall noch, Leute. Ich weiß ja wo. Ich gehe stark davon aus, dass der Schlüssel da in das Loch passt, wo wir da am Anfang schon die Tür hatten. Hier, oder? Ne, wo war da mal die andere Tür? Wo waren die nochmal? Oh, hier war noch eine andere Tür. Hier ist noch ein Boy mit einer Axt, ne? Vorsicht. Okay, jetzt nicht sterben, bitte. Wo war nochmal die andere Tür? Finde ich schon noch. Da. Da. So, das machen wir mal auf. Ich gehe stark davon aus, da ist jetzt vielleicht sogar ein Side of Grace. Genau, Rusty Key benutzt. Nice. Hier ist eine Leiter. Nice. Fallen. Negative. Let's go. Ach cool, ey, gute Session. Also meine Lieblingssession bis jetzt. Sehr, sehr viel Progress gemacht, sowohl im Game-Verständnis als auch so im Game. Ne? Stormwell Castle sind wir jetzt drin. Wir haben diesen Big Boy gerade gekillt. Wir haben den Boss gemacht. Arschloch. Arschloch-Gegner. Ich muss gerade noch. Gucken. So, warte mal. Nein! Ah, oh, Ficker-Game, ey, einfach. Gut. Donny hat Margit gelegt, genau. Richtig. Reiht sich doch nur ein in eine lange Liste von Bossen, die hier schon gelegt worden sind. Also in allen Games. Oh, das interessiert mich auch. Das Fire Grease. Hier irgendwo? Ja. Codes. Adding a fire damage to the craftable item. Okay, das kann man einfach tatsächlich benutzen. Ja, es ist im Endeffekt einfach ein Buff. Ist ein Feuerbuff. Check ich. Und man kann, aber man weiß ja, man kann es halt herstellen irgendwann. So, das hätte ich gern da drüben. Die Frage ist, wie oft haben die Bosse dich gelegt? Darüber reden wir nicht. Das ist eine andere Frage, die war ja hier gar kein Thema. Das hat ja nichts damit zu tun. Ne? Hat nichts damit zu tun. Das ist nicht die Frage, die gestellt worden ist. Setz so einfach besser bei, die kleinen Boys hier. Silver Pickled Foul Fruit. Ja, muss ich auch nochmal angucken. Keine Ahnung. Wohl. Komm. Da. Temporary Boost Item Discovery. Weißt du was? Ich benutze doch einfach mal so eins. Was passiert denn jetzt hier? So, jetzt haben wir oben einen Buff nach oben. Und wir haben den anderen Buff von unserem Talisman, der unsere Guard
besser macht. Dann können wir mal gucken. Vielleicht haben wir jetzt was davon. Vielleicht droppt ja irgendwie jetzt was Geileres. Guck mal, wir sind schon richtig... Eigentlich geil, ich mag ja Level-Design, was vertikal ist, was so tendenziell immer weiter nach oben geht. Item ahead, ja, habe ich mir schon gedacht. Brauche ich auch keine. Oh, deine Hilfe nicht. Mushroom. Vielleicht sind Mushrooms ganz gut. Die waren jetzt, glaube ich, meistens an so Stellen, die jetzt nicht so super einfach zugänglich waren. Okay, wir gehen hoch. Ich muss natürlich hier rumgehen erstmal, ist klar. Hier ist ein Item, komm. Try Jump Attack. Nur nicht belohnt worden. Jetzt habe ich das Gefühl, ich muss mich beeilen, weil diese Item Discovery Boost, den wir gerade haben, ich weiß nicht, wie lange der noch anhält. Oh, ist ein Pickboy. Okay, nichts gebracht. Kann ich den vielleicht runter, dass ich den locker, dass der runterfällt? Ja, okay, ich glaube nicht. Ich meine, es ist ja sein Wohnzimmer hier gerade. Ach, ist ein gleicher Typ. Ist auch so einer. Bin tot. Eieiei. Da gehe ich nochmal hin. Noch ist nicht zu Ende. Das will ich mir noch kurz geben nochmal. Aber das ist ein bisschen ernüchternd, weil jetzt habe ich das Gefühl, ich dachte eigentlich, der eine wäre so, der eine wäre ein richtiger Boss. Denn jetzt weiß ich ja, er ist einfach nur so ein random Dude. Mehr oder weniger. Er ist hinterhergefallen. Achso. Leute, echt jetzt? Das wird gar nicht aufgefallen. Oh, scheiße. Oh. Nein. Ah, wow. Dark Souls. Elden Ring. Aber warte mal, ist das aber ein One-Time-Spawn-Gegner? Weil dann wäre das ja gut, wenn der runtergefallen ist, weil ciao. Mann! Dieses Stance ändern ist immer noch so schwer. Halt's mal. Smothering Butterfly. I learn, I play and I learn, and you know what, that's how I play and I learn. Ich dachte gerade wirklich ganz kurz, hier liegt ein Longboard. Guck mal, der Winkel, so, ich habe es gerade kurz so gesehen und dachte, hier liegt ein Longboard. Denkst du, was ich meine? Und dann habe ich gesehen, ja nee, ist irgendwie so ein Kronleuchter, aber ich dachte kurz, hier liegt jetzt ein Longboard, wollte schon Unge anrufen. So, jetzt gehen wir da nochmal hoch. Da ist ein riesen Loch einfach in der Wand. Einmal Unge anrufen, ha, wegen Longboard, das wär's doch. Ich will den Parryen da, irgendwie will ich's wissen. Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall erst kein, Tu
wird so krass paralysiert, dieser Mund. Oh, geht doch. Herz in sich, ey, ohne Scheiß. Ich hätte schwören können, ich treffe den Punkt gerade. Jetzt. Nein! Jetzt. Und jetzt schub ich ihn runter, oder? Ah, schade. Fick dich. Nice. Okay, aber die Gegner sind schon, die haben schon was drauf, ey. So. Also, auf jeden Fall bis zum nächsten Checkpoint, ne? Und dann ist es heute gut. Haben wir auf jeden Fall gut Progress gemacht heute. Ich dachte halt echt ein bisschen ernüchternd, weil ich dachte wirklich, der eine in dem dunklen Raum wäre ein Boss. Das ist ja gar kein Boss, aber nur ein normaler Gegner hier. Die Gegend ist nur krass. Ah, wie cool das Level-Design bitte ist. Wie geil ist denn dieses Schloss? Das sieht alles irgendwie voll cool aus. Okay, wieder so ein Fire Grease. Ist schon mal gut. Können wir vielleicht auch mal, vielleicht jetzt auch ein Wink mit dem Zaunfall hier ein bisschen, dass man das vielleicht mal... Oh ja, das hatte ich fast nicht gesehen. Okay, aber komm mal hier nicht. Also mal ganz kurz. Mal kurz heilen. Und ich mache mir jetzt mal ein bisschen was von diesem Grease hier mal rein und probiere das nachher mal aus, ehrlich gesagt, weil. Also ein Unterschied hier. Drawstring Grease, quickly coats ornament, inflect and fine. Coats ornament. Okay, das geht schneller damit. Guck mal, das, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, da ist ein Gegner, der Feuerdamage nicht verträgt, dann mache ich das mal drauf, ne? Ist doch ganz einfach. Hier, alles klar, also dann ist auch perfekt, das ist gutes Timing, ich bin jetzt auch ein bisschen müde. Cool. Hinsetzen und gut ist. Nice, Leute. Schön. Schöner Stream auch. Hinsetzen. Wie viel hast du jetzt schon so gespielt? Komm mal, weiß ich nicht. 3 Sessions insgesamt. Einmal 4 Stunden, aber das war wirklich sehr aufgedreht alles, da habe ich einfach nur so Quatsch gemacht eigentlich. Dann die zweite Session waren, glaube ich, 2 Stunden. Ein bisschen so Basics nochmal verinnerlichen. Und jetzt war jetzt die dritte Session mit 4, also 3 Stunden. You do the math, wa? Gut, Leute, das war's. Ich hau rein ohne Raid. Ich bin müde, jetzt geht's raus. Danke fürs Zugucken. Bis morgen, ne? Morgen vielleicht ein bisschen Gran Turismo oder so. Aber vielleicht auch Elden Ring. Bockt mich gerade eigentlich ziemlich gut. Dann muss man mal gucken. Abends wahrscheinlich eher nicht. Abends bin ich auf eine Veranstaltung eingeladen morgen. Ja. Tja. Tja. Ich bin, ja, prominent. Und ja, schön. Chat auch an euch. Gute Nacht. Nina, Pia, danke fürs Modden. Phil war auch dabei. Und ciao YouTube auch. Und morgen kommt, also YouTube ist jetzt egal, morgen kommt dann auch das VOD von der zweiten Session auf YouTube. So, haut rein, tschüss, macht's gut. Hat Spaß gemacht, wirklich. Gute Nacht, Kuss.